cool, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen zum dritten Slido-Talk hier bei uns aus der Kinderburg am Starnberger See. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute ein ganz, ganz spannendes Thema und ich freue mich auf eure Fragen, auf die Diskussion, auf die Gespräche zum Thema Beziehungen, zum Thema Ehe, zum Thema Freundschaft und natürlich auch zum Thema Sexualität. Ein Thema, das uns alle betrifft. Männlein, Weiblein, es ist ein Thema in unserem Leben und in eurem wahrscheinlich auch. Und wir haben sogar schon auch einige Fragen von euch bekommen, auf die wir in dieser Sendung hier gleich eingehen werden. Ein spannendes Thema also auch für meine Gäste, die ich an dieser Stelle herzlich begrüße. Sehr, sehr cool, dass auch ihr heute hier seid. Servus. Freut mich sehr. Drei Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben oder auch mittendrin stecken auf unterschiedliche Art und Weise. Und damit wir am Anfang mal wissen, wer ihr eigentlich so seid und warum ihr heute hier sitzt, stellen wir euch mal kurz vor. Fangen wir mal an mit der Melanie Pongratz. Melli, 28 ja, Jahre alt, wohnt aktuell in München. Yes. Und du bist hier bei WDL Leiterin für Coaching 51. Mhm. Also das heißt, du pusht Jüngerschaft und dass Menschen mit Jesus den Next Step gehen im Alltag und da richtig Gas geben können. Und, das ist ja eigentlich die viel spannendere Information, du bist verliebt und sogar verlobt. Wann ist es soweit? Bald. In 214 Tagen bin ich verheiratet. Das weißt du. Zählst du runter, machst du Strichliste? Ja, so. Strichliste an meiner Wand im Büro. Nee, ich habe so eine App. Also ganz so creepy bin ich nicht oder so, aber ich habe eine App und dann ist das ganz cool. Das wird mir dann so angezeigt. Krass, das heißt, da kommt ein Jahr der Veränderung auf dich zu, denn jetzt 2021 ist es dann soweit. Geht's los? Ich hatte Geburtstag Ende Dezember und jeder Geburtstagswunsch war so, das wird ja ein super spannendes Jahr für dich. Aber ja, das wird's auch. Ich freue mich voll. Sehr cool. Also, du bist verlobt, du bist seit 2 Jahren mit deinem Verlobten zusammen und ihr habt euch ungefähr vor einem Jahr verlobt. Und also bei dir kommt ein ganz spannender neuer Lebensabschnitt dazu. Kann man sagen, du bist schon noch so, ich sag mal, verliebt, rosa Brille? Schwer verliebt. Schwer verliebt, ja. Wer dich bei Instagram verfolgt, der wird das auch sehen. Da ist ab und zu mal ein bisschen was. Bisschen, oder? Ja, ein bisschen, ganz bisschen. Heute ist auch die Johanna endlich mal wieder hier. Ja. Viel zu lange warst du weg, ungefähr 2 Monate, glaube ich. Johanna hat hier schon mal gearbeitet bei WDL als Kinder- und Jugendreferentin im Kids-Programmteam. Du bist 26 Jahre alt, wohnst jetzt im wunderschönen Marburg in Mittelhessen. Und hast da auch einen ganz spannenden neuen Job, so in Gemeindegründung, ganz neue Projekte angefangen. Auch du hattest schon mal eine Beziehung, ist schon, glaube ich, ein paar Jährchen her. Sehr paar Jährchen. Jetzt aktuell kann man sagen, bist du glücklich Single? Erzähl mal ein bisschen, wer du so bist, wie es dir so geht. Spannend, wenn man mit diesen Fakten immer als erstes vorgestellt wird. Gell? Aber ich freue mich sehr, zurück zu sein. Seit 2,5 Monaten bin ich jetzt in Marburg und irgendwie ist es jetzt schön, wieder hier zu sein, wirklich wie nach Hause kommen. Ich bin das erste Mal wieder da seitdem und das ist sehr schön. Genau, ja, aber ich würde sagen, ich bin ganz glücklich Single. Natürlich wünscht man sich das manchmal trotzdem auch, aber mir geht's gut. Es gibt wahrscheinlich Vorteile, auch wenn man Single ist. Es gibt Vorteile. Kannst du vielleicht heute Abend ein bisschen richtig, was so ist es. Zu erzählen. Ja, was wäre eine Sendung bei WDL ohne noch einen alten Hasen? Und wir haben einen gefunden. Vielen Dank für diese freundliche Begrüßung. Ja. Ich bin auch 26. Knapp. Einhalb. Einhalb, jawohl. Christian Gunker, ich glaube, ganz viele von euch kennen ihn ja von den Freizeiten. Ich weiß gar nicht, seit gefühlt 100 Jahren bist du hier bei WDL und gibst Vollgas. Im wahrsten Sinne des Wortes. Du bist schon verheiratet seit? 16 Jahren. Dieses Jahr 17 Jahre. Ja. Wahnsinn. Hammer. Hast es schon geschafft, 2 Kinder in die Welt zu setzen, 2 wunderbare Kids, tolle Amen Familie. Dazu. 11 und 13 Jahre alt, genau. Ja, sehr, sehr cool. Als Theologe unterwegs, also kennst dich gut in der Bibel aus und ich glaube, dieses Thema heute, Beziehung, Ehe, Sex, das ist auch auf den Freizeiten, auf denen du dabei warst, hier und da schon mal Thema gewesen. Ne? Nee, das ist jetzt das erste Mal tatsächlich. Also jeder, der schon mal auf einer Jugendfreizeit war, der weiß, dass es das Dauerbrenner-Thema. Und tatsächlich überrascht mich Leute mit einer Frage, die noch nie auf einer Jugendfreizeit kam. Also ja, ich glaube, ich habe schon so fast alles gehört. Es dürfen ja auch alle Fragen gestellt werden, anonym. Von daher, ich bin echt gespannt auf heute. Und das ist das Coole auch an Slido. Wir nutzen wieder die App bzw. die Homepage Slido. Dort könnt ihr über den Link slido3.wdl.de euch einloggen und zwar komplett anonym und eure Fragen stellen. Und bei so einem, sag mal, heißen Thema wie heute ist das natürlich sehr praktisch, wenn man eben nicht auch noch irgendwie seine ganzen Kontaktdaten mitschickt, sondern einfach ganz anonym jede Frage stellen kann. Heute ist alles erlaubt, ihr dürft da eure Fragen stellen und wir werden darüber heute ins Gespräch kommen. Und damit wir so ein bisschen mal so ein Gefühl kriegen, auch ja, wer seid ihr eigentlich? Ne? Also, wie ist euer Beziehungsstatus? Haben wir mal eine Umfrage gestartet. Die findet ihr auch
bei Slido unter Live Polls und da könnt ihr jetzt mal angeben, wie euer Beziehungsstatus ist und das schauen wir uns dann in 2 Minuten mal an. Ich bin gespannt, wer uns gerade so alles zuschaut. So, wir haben euch schon mal so ein bisschen kennengelernt. Jetzt holen wir uns das Thema noch mal so ein bisschen ins Gedächtnis, vielleicht auf eine etwas lockere Art und Weise. Erzählt mal ganz kurz, was ist so, wenn ihr an das Thema von heute denkt, vielleicht ja, die lustigste Geschichte, die ihr da mal so erlebt habt. Vielleicht seid ihr mal angemacht worden, irgendwie auf eine ganz kuriose und lustige Art und Weise mit einem ganz schlechten Anmachspruch oder gibt es eine Anekdote oder vielleicht auch einen coolen, lustigen Witz. Jeder darf mal kurz was raushauen, was ihm da so kommt. Melli, du darfst mal anfangen. Also Thema, ich glaube, Thema witzige Anmache oder ich weiß nicht, schlechte Anmache. Das hat mir wahrscheinlich nicht funktioniert. Dann warst du schlechte. Oder kam das von deinem Verlobten? Nein. Aber ich war im Auslandsjahr in den USA und so richtig auf dem Land. Und da hat mich mal einer von der Highschool gefragt, ob er mich denn zur Schule mit seinem Traktor abholen dürfte. Und das war spannend. Also ich dachte... Entschuldige, das ist auch bayerische Tradition. Ja. Jeder kennt das, wie Theresi, die holt ihn mit dem Traktor ab. Das ist ganz, na egal. Hast du so deine Frau bekommen? Ja, ich bin ja Österreicher. Ja, aber das würde ich sagen, war so, ich würde es also einfach mal einen spannenden Anmache. Ja, ich will es mal nicht werten, es war einfach, okay, ja, spannend. Hat aber nicht funktioniert. In München würde das wahrscheinlich auch nicht mehr passieren. Ich wüsste auch nicht, wo in München einen Parkplatz kriegen sollte mit dem Traktor. Aber ich bin dann doch lieber mit dem Auto gefahren. Christian, du bist unsere Witzemaschine bei WDL. Okay. Offizieller Titel verliehen an dieser Stelle. Okay. Hast du einen lustigen Witz für uns? Der darf nicht zu versaut sein, das ist klar. Das ist ja immer das Schwierige bei Witzen, finde ich. Es gibt viele witzige, die sind aber so versaut, dass man darüber nicht lachen darf. Aber ein netter vielleicht, eine Frau sagt zu ihrem Mann, du Schatz, wir sind jetzt seit 25 Jahren verheiratet. Es geht nicht mehr weiter. Du bist mir einfach zu kindisch. Also, wieso? Ich bin überhaupt gar nicht kindisch. Doch, bist du schon. Ich lass mich jetzt von dir scheiden. Hihihi, sie hat Scheide gesagt. Entschuldigung. Das ist gut. Den mag ich. Der ist gut. Ja, sehr gut. Ich weiß nicht, ob man das noch toppen kann, aber vielleicht gibt es auch in deinem Leben irgendwie schon lustige Geschichten oder... Ja, das ist ja das Witzige am Single-Sein, ne? Man bekommt sowas immer noch ab und bekommt immer mal wieder witzige Sprüche ab. Ich dachte so, manche Anmachsprüche existieren tatsächlich einfach nur auf dem Papier, weil sie witzig sind, so zum Durchlesen. Ich wusste nicht, dass Leute die wirklich einsetzen, ja, unter anderem, ganz klassischer, aber wirklich total surreal, dass mir das passiert ist. Eishockeystadion, es ist gerade... Pause und das ganze Stadion Krüllschlägerei. Ich weiß nicht, gehört irgendwie zur Stadionkultur, ne, beim Eishockey. Also Schlägerei, Schlägerei, Schlägerei. Und ich war mit ein paar Leuten von der Uni da. Manche kannte ich besser, manche gar nicht gut. Und einer, den ich so gar nicht gut kannte, kam plötzlich zu mir her und sagte, hey, ist es nicht verboten, dass du hier bist? Und ich so, völlig verwirrt, ihn angeschaut. Hey, du bist so heiß, da schmilzt das Eis. Und ich gucke ihn an und denke, hat er das wirklich gesagt? Meint ihr das ernst? Wie muss ich reagieren? Ja, also, nein, wir haben nicht lange weiter geredet. Ja, aber sowas, ich dachte wirklich, das kannst du nicht bringen, oder? Aber es macht Spaß, über solche Sachen kann man auch heute noch lachen. Ja, total, sehr, sehr cool. Also ich glaube, das ganze Thema ist ja erstmal so, oh, krass, darf man darüber reden und dann auch noch irgendwie so eine Runde. Es ist erstens tatsächlich ein ganz natürliches, wichtiges Thema. Und ich glaube, es ist auch ein Thema, was man an manchen Stellen mit Humor nehmen muss. Ja. Weil ich glaube, vielleicht sogar wir Christen, wir haben das an manchen Stellen manchmal so ein bisschen verlernt, habe ich das Gefühl, darüber redet man nicht. Oder gerade in Gemeinde, darüber redet man nicht. Oder das ist eigentlich voll schade, ne? Oder? Dass das so manchmal so ein bisschen verklemmt. Ist ja tatsächlich manchmal so. Ich glaube, wenn du Leute fragst, gerade auch Leute, die gar nichts mit Gott oder so zu tun haben, würdest du die fragen, hat Gott was mit Sex zu tun? So, nee, auf keinen Fall, die kriegt man ja gar nicht zusammen. Dabei ist Gott ja eigentlich der Erfinder des Ganzen. Und ich glaube, der schaut da nicht immer weg, oh nein, die machen es schon wieder, kann ich wieder hingucken, Gabriel oder so. Sondern der feiert das, das ist seine Erfindung. Aber ja, ist oft ein Tabuthema. Ja, ja. Ich glaube, dieses Tabu müssen wir einfach brechen. Also ich glaube wirklich, gerade sowas wie heute, und ich finde es so wichtig, dass sowas
auf unverklemmte Art und Weise stattfindet. Ich finde, es gibt oft so Talks und es ist dann so ein bisschen Fremdschämen. Hauptsache, man hat es irgendwie angesprochen, Hauptsache, es wird irgendwie thematisiert, aber es ist so ganz unangenehm. Und deswegen finde ich so wichtig, dass wir darüber lachen können, aber dass wir auch ehrlich über alles darin reden können. Also, dass es da auch nicht Tabus gibt, irgendwie, die man nicht ansprechen darf. Und dass Sachen auf den Tisch kommen. Also, finde ich voll wichtig, und gerade unter uns Christen. Ja. Und genau deswegen sind wir hier, genau das wollen wir machen, und ihr habt zu Hause die Möglichkeit, Teil dieser Sendung zu sein. Wir sind live jetzt, auch gleich mit euren Fragen, die schon reingekommen sind. Ihr könnt die bei Slido auch hochvoten, also je mehr Likes sozusagen eine Frage bekommt, desto eher werden wir sie auch jetzt in dieser guten Stunde, die wir hier haben, zusammen dann auch thematisieren. Tatsächlich schauen wir uns mal kurz an, wer ihr so seid. Also zumindest was den Beziehungsstatus angeht, haben wir wohl da eine sehr homogene Gruppe. 80% von euch sind, jetzt könnt ihr mal kurz raten, was denkt ihr? Single. Ja, korrekt. Also es ist logischerweise natürlich auch der Zielgruppe, sag ich mal, entsprechend. Die meisten von euch sind im Teenie- und Jugendalter und da ist man tendenziell eher noch Single, und deswegen drehen sich auch viele Fragen so ein bisschen um die Richtung, was kommt eigentlich danach und wie gehe ich so die nächsten Step? Die erste Frage schmeiße ich mal direkt in die Runde. Sollte bei einer Beziehung nicht immer die Hochzeit das Ziel sein? Machen Beziehungen im, in Klammer, höheren Teenageralter? Ich weiß nicht so genau, was ist das höhere Teenageralter? Ist dann na, 19 höchstens. Ja, genau. Nicht mehr. Im höheren Teenageralter, im betagten Teenageralter. Machen Beziehungen im Teenageralter vor diesem Hintergrund denn überhaupt Sinn? Vielleicht mal direkt konkret die Frage, hat von euch einer eine Beziehung gehabt im Teenageralter? Ja. Höheres Teenageralter oder? Im mittleren und höheren Teenageralter habe ich begonnen. Also mit 15, 16 hatte ich meine erste Freundin, beziehungsweise eigentlich auch schon mal mit 14. Aber das war nur so, das war bei WDL, das zählt nicht. Also tatsächlich, das ist nicht die Frau, die du geheiratet hast? Nein, das ist nicht die Frau, die ich geheiratet habe. Trotzdem schöne Grüße nach Garmisch-Partenkirchen. Nicht persönlich. Nein, meine Frau habe ich auch bei WDL kennengelernt, aber da war ich schon 25 und sie war 20. Ja. Und würdest du jetzt im Nachhinein, lässt sich das natürlich viel einfacher sagen, im Nachhinein sagen, okay, das war jetzt tendenziell, also wie steht es hier, nicht sinnvoll sozusagen? Tatsächlich, also ich habe eine lange Beziehung gehabt vom Alter eben 15, 16 bis 19 und das war überhaupt nicht in Richtung Ehe, beziehungsweise ja, am Anfang dachte ich schon so, ja, die heirate ich auf jeden Fall, aber es wurde relativ schnell klar, dass das nicht auf Dauer eigentlich was wird, und ich habe so im Nachgang echt gemerkt, dass ich viel mir Zeit genommen habe, geraubt habe, die ich für meinen eigenen Reifeprozess gebraucht hätte. Also wo ich einfach nicht gebunden bin, wo ich nicht ständig schon abstimmen muss mit meiner Freundin, was und wie und wo ich es mache, sondern einfach mich an mir arbeite. Und rückblickend würde ich sagen, da hätte ich mal lieber früher nachgedacht und mir auch einiges an Kummer erspart. Also das ist nicht gut auseinandergegangen. Das war echt schmerzhaft, hätte ich mir sparen können, aber ja. Man könnte ja im Nachhinein sagen, sinnvoll dahingehend, dass du zumindest Erfahrung gesammelt hast, oder? Das auf jeden Fall. Es war nicht wertlos, aber ich hätte mir trotzdem vieles ersparen können, was ich jetzt nicht unbedingt haben muss. Also es hätte mir auch jemand anders erzählen können und das wäre genauso wertvoll gewesen. Ja. Aber gerade diese Zeit, wo ich eben nicht an mir gearbeitet habe, sondern mich sehr schon auf meinen Partner fokussiert habe, das ist schade eigentlich. Hm. Ja. Ich hatte auch eine Beziehung in dem Alter, auch ähnlich witzig eigentlich, 16 bis 19. Wir waren nicht so. Aber jetzt, also ich wollte sagen. Wir waren nicht so. Oh, oh. Damals kannte ich WDL noch gar nicht. Fail. Nee, aber auch ich würde sagen, klar, ist es irgendwie doof, wenn sowas auseinandergeht. Und deshalb ist es immer was, was irgendwie einen negativen Touch hat. Und man nimmt Erfahrungen mit, die man vielleicht nicht so gerne gemacht hätte. Gleichzeitig hat es mir auch viel geholfen und hat es mir gerade in dieser Zeit geholfen. Witzigerweise sind echt parallel fast, also ein paar Wochen nach uns, mit unseren besten Freunden auch zusammengekommen, also damals von meinem Ex und mir. Und die sind jetzt verheiratet. Also wir hatten eigentlich so einen Parallelstart der Beziehung. Wir 3 Jahre später Schluss gemacht und die jetzt verheiratet. Also es kann irgendwie so auf beides rauslaufen. Und auch ich wäre, glaube ich, nicht in diese Beziehung reingegangen, wenn ich nicht gedacht hätte, irgendwie es könnte wirklich irgendwann mal Richtung Ehe laufen. Hat sich rausgestellt, ist nicht so. Und dann war es eben auch nicht so. Ja.
Man kriegt ja so ein bisschen schon so ein Bild, so, was ihr schon so Erfahrungen gesammelt habt. Das wird sich im Laufe des Abends mehr und mehr rauskristallisieren. Und das ist auch sehr cool. Ich bin euch sehr dankbar dafür. Ihr werdet sehr ehrlich und natürlich auch sehr, sag ich mal, persönlich antworten. Und vielleicht habt ihr zu Hause ja auch tatsächlich ganz konkrete Fragen an der einen oder anderen Stelle. Dann könnt ihr die natürlich auch so bei Slido stellen, sagen, hey, Christian, nochmal zurück zu dem, was du gesagt hast. Da habe ich nochmal eine konkrete Nachfrage oder sowas. Macht das gerne. Nutzt die Gelegenheit jetzt, wo die drei hier sitzen. Ähnliches Thema ist noch ein bisschen so in derselben Richtung, und zwar viele Christen heiraten ja sehr früh. Ich habe gerade keine Statistik im Kopf, aber ich glaube, das stimmt schon. Ist das überhaupt sinnvoll oder kommt es eigentlich einfach nur auf die Person drauf an, die man im Endeffekt heiratet? Also ich weiß nicht, wie alt du warst, bei dir ist es jetzt, früh kann man bei dir eigentlich schon nicht mehr sagen, ne? Du bist mit 28 ja schon fast alt in dem also Sinne. Als Christ würde ich sagen, ich war schon Rentnerin. Meine Oma hat gesagt, über 20 verlieren die Frauen an Wert. Aber ich glaube, das hat sie liebevoll gemeint. Aber ich muss schon sagen, viele Christen heiraten früh. Oft wird ja auch in die Schuhe geschoben, die wollen einfach nur Sex haben. Deswegen heiraten die früh. So und so weiter. Aber ich glaube, es kommt voll auf die Person an. Und ich glaube, je nachdem, wann du heiratest, musst du Grenzen anders stecken. Also vielleicht ergänzend zur Frage vorher, wenn ich in eine Beziehung gehe mit 14, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit 16 heirate, ist gut, eher nicht. Also ich werde eine längere Strecke gehen müssen, und dann finde ich es auch, wie lebe ich Beziehung? Also wenn ich sage, hey, ich will mit Sex von ihr warten und bin aber ab einem halben Jahr Beziehung schon quasi kurz vorher da, dann glaube ich, dauert es, sind die Schranken schon total runter oder sind schon so weit vorne die Grenzen so gering, dass es, glaube ich, anstrengend wird, dann noch wirklich zu warten bis lange. Mhm. Also das ist so ein bisschen angeknüpft an die vorherige Sache, wo ich sage, ja, und gleichzeitig bin ich jetzt eine Rentnerin, die heiratet. Trotzdem könnte man sagen, wir heiraten, also wir haben uns ein Jahr in der Beziehung dann verlobt, jetzt heiraten wir, also 2,5 Jahre werden wir zusammen sein und dann heiraten wir schon. Das ist ja schon auch früh. Und trotzdem in unserem Lebensabschnitt genau richtig. Weil ich arbeite, Simon ist dann fertig mit dem Studium und wird dann auch langsam in die Arbeitswelt einsteigen. Also für uns passt das. Also ich glaube, man muss wirklich gucken, was sind die Lebensumstände? Wo stehen wir gerade? Und davon hängt viel ab. Und auch so, warum will ich heiraten? Also Simon und ich haben uns nochmal zusammengesetzt und gesagt, was ist für uns Ehe? Warum brauche ich das? Und habt daran, ihr das gemacht, bevor ich verlobt habe? Und daran, also schon auch am Anfang unserer Beziehung, ganz viel drüber geredet, was ist für uns Ehe? Und daran dann festgemacht, okay, wann macht es dann Sinn, das einzugehen? Und das ist so, das ist die Frage, die sich, glaube ich, jeder stellen muss. Warum will ich heiraten? Damit ich Sex haben kann? Oh, schwieriges Fundament. Was ist mein Grund und macht es dann jetzt Sinn? Und das sind, glaube ich, die Fragen. Ich glaube, die muss man sich individuell stellen. Ja, und natürlich macht es einen Unterschied, ob du jetzt, sag ich mal, also von der Lebensphase her schon mit 16 dir diese Frage stellst, die du ja in dem Moment auch gar nicht beantworten kannst. Oder mit 16 sich die Frage zu beantworten, warum will ich heiraten? Das ist ja gar nicht, da geht's darum, wie kriege ich es hin, keine 5 im Abi zu schreiben oder so. Also so ganz andere Themen, die dich beschäftigen. Ich glaube, die Lebensphase ist da viel entscheidender als aber das. Aber das finde ich spannend, dass du das sagst, das andere, was mich beschäftigt, weil ich mit 16 habe ich Jesus kennengelernt und hatte das Gefühl, ein Ehemann ist im Christsein Starterpaket inbegriffen. Also ich hatte das Gefühl, übermorgen werde ich heiraten. Ist klar, weil alle Christen heiraten früh, also werde ich jetzt auch heiraten. Und Gott hat zu mir gesagt, Melli, was, wenn du 10 Jahre warten musst, würdest du mir genauso nachfolgen? Und ich musste feststellen, also will ich Gott oder will ich durch Gott zu einem Ehemann? Also das heißt, diese Frage, ich habe mich auch beschäftigt, keinen Unterkurs irgendwie in Mathe zu haben oder so, aber ich glaube, diese Frage Ehe und was ist Ehe für mich, ich glaube, wir waren mit 16 schon mega präsent. Mhm. Also ist halt nur hat nur nichts gebracht. Weil ich würde tatsächlich auch eben sagen, hey, du musst schauen, wie reif bist du, welche Lebensumstände hast du. Also ich kann ja nur für uns Jungs sprechen, wir sind ja tendenziell eher hinterher, was so den Reifeprozess angeht. Hey, wenn ich denke, wie ich noch mit 20 war, boah, hätte ich da geheiratet, dann wäre ich mit 21 wahrscheinlich schon wieder geschieden gewesen, einfach weil ich super unreif war. Und manchmal ist das ja so ein Druck auch in christlichen Kreisen. Ich habe im Studium mit einem zusammengewohnt und da in dessen Gemeinde war es gang und gäbe, wirklich sehr früh zu heiraten. Und die haben reihenweise in der Ältestenschaft und der Gemeinde für den schon gebetet, weil er mit 21 noch nicht verheiratet war. Ja, da war das. Ja. Und er hat sich unter so einem Druck gefühlt, wo ich gedacht habe, Leute, lasst ihn doch jetzt mal studieren. Der hat halt noch nicht die gefunden. Und ich glaube, war gut für ihn. Er hat dann mit 22 geheiratet. Okay. Ja. Aber das ist ja dann auch nicht viel anders wie in anderen Kulturen, wo die Kultur vorgibt, wann und wen du zu heiraten hast. Zum Beispiel die Eltern sagen,
den haben wir jetzt rausgesucht, du bist jetzt 15, zack, verheiratet. Mhm. Das ist ja ganz krass in anderen Kulturen. Mhm. Da können wir, glaube ich, sehr froh sein, dass das bei uns nicht so ist und nur, dass hier der Druck von anderen Stelle kommt. Ne? Genau. Ja. Ja. So spannend, was du sagst mit dem Reifeprozess. Ich meine, ich habe mit 16 rumgeheult, dass ich unbedingt einen Mann will und heiraten will. Und mit 16 war Simon noch 12. Also der ist 4 Jahre jünger als ich. Das heißt, das macht das Ganze mega komisch. Da hätte ich mich auch noch, und auch selbst mit 18, da war er 14, hätte ich mich noch strafbar gemacht. Also deswegen, da darf Reife, glaube ich, walten lassen. Mhm. Kannst du mal kurz aus dem Sandkasten kommen? Ich möchte dich fragen, ob du mit mir gehen willst. Das Förmchen jetzt. So. Kannst du auch was Sandring gießen? Hat natürlich auch ein Stück weit mit dem Alter und der Lebensphase zu tun, aber ist, glaube ich, eigentlich die spannendere Frage hinter der vorherigen. Und zwar, wie kann man denn eine Beziehung prüfen? Du bist gerade in diesem Prüfungsprozess vielleicht schon ein Stück weiter, weil du sogar schon, ihr bereitet ja quasi euch auf eine Hochzeit vor, innerlich und natürlich auch, indem du rosa Tischdecken bestellst und die richtigen Blümchen und also. Weiß ich nicht. War das falsche Farbe? Okay, Melis, pink. Melis Hochzeitsfarbenkonzept rosa. Halt ich weiß es ja an nicht. Dieser Stelle. Aber tatsächlich, wie finde ich das denn raus? Das ist eine Frage, die auch von vielen gestellt wurde. Wie kann ich rausfinden, ob das jetzt der Partner fürs Leben ist? Gehen wir mal jetzt ein Stück weiter. Wir müssen jetzt nicht nochmal drüber diskutieren, ob das im Alter von 16 schon die richtige Frage ist. Du hast vorhin erzählt, das war bei dir zu früh. Aber mal angenommen, Lebensphase ein Stück weiter, vielleicht Studium abgeschlossen. So, hey, wo will ich eigentlich hin mit meinem Leben? Jetzt jemanden kennengelernt, beide sind alt genug, sage ich mal. Wie finde ich das raus? Also du hast es ja rausgefunden, du musst zumindest was dazu sagen können. Ja, ich glaube, es gibt nicht diesen einen Faktor, den man da nennen kann, das ist es und dann kannst du heiraten, sondern das ist ein Paket aus ganz, ganz vielen verschiedenen Sachen. Also erstens würde ich immer raten, lasst euch Zeit, euch kennenzulernen. Mhm. Lasst euch einfach Zeit und gebt auch nicht in eine Richtung gleich total viel Gas. Ganz viele lernen sich erkennen. Alles super, rosa Einhörner fliegen durch die Luft und man ist einfach so verliebt. Und dann will man sich natürlich auch körperlich schnell näher kommen. Und ganz schnell nimmt das Körperliche so eine Oberhand und so, hat so eine Dominanz, dass ich voller Hormone sage, das ist die Richtige, das ist der Richtige. Und dabei vernachlässige ich aber, die Person so kennenzulernen, dass ich sage, hey, wie tickt die eigentlich? Was für Lebensgrundlagen hat die? Was glaubt die eigentlich? Ja, keine Ahnung, welche Zukunft stellt sie sich vor? Mhm. Und wenn man so ein Ehecoaching macht, also das sollte man immer machen, bevor man eigentlich in eine Ehe startet und am besten auch noch danach, dann kommen eigentlich immer wieder auch die gleichen Themen auf den Tisch, die man am besten vorher klären sollte. Also Umgang mit Geld, einer der häufigsten Scheidungsgründe nachher, weil der eine vielleicht super sparsam ist und der andere haut es raus und sagt, Euros, ihr müsst alle weg. Ja? Dann natürlich auch Sexualität, darüber reden wir nachher auch noch wahrscheinlich genug. Dann Schwiegereltern. So ein großes Thema oft. Wie familiär gebunden bin ich? Stelle ich mir vor, dass ich nachher in einer Großfamilie wohne, in einem Bauernhof mit 20 Generationen? Oder bist du mehr der Einsiedler, der in München seine Ruhe haben will? Also wirklich abklopfen und natürlich auch der geistliche Aspekt, für mich der allerwichtigste. Glaube ich das Gleiche, was der Partner glaubt oder glaubt mein Partner an was ganz anderes? Mhm. Und selbst wenn wir beide christlich groß geworden sind, ist das überhaupt keine Garantie, dass ich nachher sage, wir ticken vollkommen gleich. Also ich habe heute Nachmittag noch wild diskutiert mit meiner Frau über manche Punkte, wo wir uns einfach nicht einig sind. Obwohl wir beide Christen sind und bei WDL waren. Nein! Ja. Vielleicht ist es bei dir ja sogar noch am nächsten dran, die Situation tatsächlich, dass du eine Beziehung beendet, ich weiß gar nicht, hast du sie beendet damals? Ja, ja. Hat das damit zu tun? Hast du für dich rausgefunden, na, das passt nicht? Also du musst jetzt ja nicht irgendwie ins Detail gehen, aber zumindest hast du ja für dich da irgendwie einen Prozess durchgemacht. Ja, also spannend ist eigentlich, ich habe mir vor der Beziehung schon ganz schön viel Zeit genommen. Also wir kannten uns so aus dem Jugendkreis und Sport und so weiter. Ich glaube, wir haben, bevor wir zusammen waren, schon uns 4 oder 5 Tage die Woche gesehen. Ja. Also wir kannten uns eigentlich schon ganz gut, so aus der Clique heraus. Und als ich ihn dann immer mehr faszinierend fand und gemerkt habe, das ist genauso bei ihm, haben wir uns trotzdem eigentlich Zeit genommen, uns noch kennenzulernen. Ich würde sagen, auch für das Alter eigentlich wirklich durchdacht. Ich glaube, es ging noch 5 Monate oder sowas, bis wir dann wirklich zusammengekommen sind. Ja. Und ich war an manchen Stellen unsicher und an manchen Stellen dachte ich, ja, aber vielleicht. Es ist auch einfach 2 Menschen, wir sind alle nicht perfekt. Ne? Vielleicht muss man manche Dinge auch einfach
akzeptieren und schauen, ob man eben in der Beziehung seinen Weg findet oder nicht. Und das bringt mich immer wieder durcheinander, ne? Dass ich mir damals schon so viel Zeit genommen habe, dachte, okay, jetzt ringe ich mich durch und gehe auf diese Beziehung ein. War dann 3 Jahre in der Beziehung und es hat diese ganzen 3 Jahre gebraucht, um zu dem Punkt zu kommen, nee, es ist wirklich nichts. Und vielleicht hätte ich das früher realisieren können, weiß ich nicht. Aber ich habe eher Schiss, ehrlich gesagt, dass ich jetzt viel, viel zurückhaltender bin und denke, ah, wann lasse ich mich eigentlich drauf ein, dann wirklich mit einem Menschen zusammenzukommen, egal ob ich jetzt manche negativen Dinge sehe oder denke, ja, okay, da kommen wir nicht gut aus oder da wird es Zoff geben oder sowas. Wie weit muss ich das eigentlich prüfen? Ja, oder wie viel muss passen? Wo muss die gemeinsame Grundlage wirklich da sein? Und da gibt es Kernpunkte, sage ich absolut. Also für mich ist Glaube der absolut zentralste Wert. Was kann ich geistlich teilen? Ja, und natürlich einige andere Themen auch noch. Aber es ist wirklich meine große Frage, wie weit muss es übereinstimmen? Und wann muss ich einfach sagen, okay, ich lasse mich darauf ein, wir lernen uns tiefer kennen. Und manches erkennt man erst in der Beziehung. Und ich glaube, es gibt ja zwei ganz gegensätzliche Ansätze. Das eine gleich und gleich gesellt sich gern. Also es muss alles irgendwie übereinstimmen. Und das andere, Gegensätze ziehen sich an. Jetzt so aus der Beobachtung von vielen, vielen Beziehungen, die ich auch begleiten durfte oder die ich einfach kenne, würde ich sagen, ich glaube, es geht beides. Der anstrengendere Weg ist sicher der, Gegensätze ziehen sich an. Weil man hat mehr zu diskutieren, man fetzt sich mehr. Es ist vielleicht aber auch das Aufregendere und das gleich und gleich gesellt sich gern. Mag vielleicht sehr harmonisch sein, aber vielleicht auch manchmal ein bisschen zu harmonisch, ein bisschen zu langweilig, sage ich mal. Also es gibt beides und es gibt nicht die Antwort. Kennenlernen und eben nach und nach Schritte gehen. Und wenn man merkt, das hat keine Zukunft, dann aber auch konsequent sein und nicht nur, weil wir ja schon 2 Jahre zusammen sind, es dann durchziehen. Auch das gibt es leider manchmal, dass da auch der Druck zu groß ist. Ihr müsst aber jetzt heiraten. Lieber beenden, bevor... Ich kenne sogar Beziehungen, die sind einfach dann so lange zusammen gewesen, dass das für beide so... Eigentlich wissen wir, es passt nicht, aber dann wären ja jetzt die letzten 9 Jahre für den Arsch gewesen, dass du nicht mehr rauskommst oder dass du dich so fest daran bindest, wie wenn du ein Haus baust, dann ziehst du auch nicht mehr so schnell um, sage ich mal, weil du ja dann alles, was du dir aufgebaut hast, ein Stück weit, und auch so dieser Gedanke, boah, 9 Jahre, wir kennen uns so gut wie sonst niemanden und jetzt das alles nochmal von vorne anfangen quasi mit jemand anders, das sind dann, glaube ich, schon auch richtig krasse Entscheidungen, die man dann treffen muss in solchen Momenten. Ich glaube, aus genau diesem Ding kann man auch aus Versehen eine Beziehung schlittern. Also ich glaube, manchmal verwechselt man Intimität mit Verliebtsein. Also weißt du, da verbringe ich so viel Zeit mit einer Person, mit einem Kerl und denke, ich glaube, der wäre was für mich. Und so, also kann ich gerade, was du beschreibst als Endpunkt quasi, auch genau am Anfang in diese Falle tappen, dass Intimität und Verliebtsein nicht das Gleiche ist. Also ich war oft, dass ich gesagt habe, platonische Freundschaften funktionieren 100%. Ich bin der lebende Beweis. Also ich weiß das. Ich habe so viele Jungsfreunde. Ich war 5 Jahre im Männerhauskreis. Also wirklich, für mich war das sowas von. Aber wenn ich wirklich ehrlich zu mir bin, habe ich mich doch aus Versehen in die Männer verliebt und dachte, ja, ich bin voll mein Kumpel, aber ich wusste innerlich, wenn der jetzt sagen würde, Melli, ich habe doch mehr Gefühle, was, ehrlich, ich auch. Also, und es ist so dieses, wo Intimität, und ich finde es nicht schwer, also ich finde es nicht schlimm, auch mit Jungs gut befreundet zu sein, aber immer dieses Prüfen und zu sagen, hey, wo verwechsel ich vielleicht Intimität dann irgendwann auch mit Verliebtsein, Liebe, ja, und ist es richtig? So. Es gibt ja sogar auch Intimität, gerade im christlichen Bereich, die geht, sage ich mal, über körperliche Intimität hinaus. Also zusammen zu beten ist schon eine sehr intime Situation. Wie bist du da, sag ich mal, auch mit deinen Freizeiten, wenn du Freizeitarbeit gemacht hast, mit umgegangen? Da gab es ja diese Situation bestimmt auch oft. Ach Quatsch, niemals. Was meinst du? Naja, also was hast du Jugendlichen gesagt, sage ich mal, die sich da auf diese Art und Weise auch sehr intim verhalten haben? Also tatsächlich, je mehr du dich öffnest auf allen Ebenen, desto mehr Nähe verspürst du. Und ich glaube tatsächlich, gerade bei Mädels ist das so ein großes Ding, wenn sich ein Junge öffnet, ich könnte gleich widersprechen, falls es nicht so ist, aber wenn sich ein Junge öffnet, sagt, oh, können wir jetzt mal beten? Bei uns an der Bibelschule war es dann auch noch immer, dass man stille Zeit zusammen gemacht hat. Der Höhepunkt der geistlichen Intimität war stille Zeit zu machen im Hohelied der Liebe. Ja, dann hat man so ein paar Verse daraus gelesen. Dann war es schon so, oh, die sind zusammen. Tatsächlich, das gehört ja alles zusammen, nicht nur körperlich. Und boah, ich konnte es gleich. Ich habe das nicht gemacht, ich habe das nur beobachtet. Sogar die Bilder aus dem Hohelied der Liebe. Ja.
Aber ich sage das auch immer im Laufe einer Beziehung, dass all diese Komponenten nach und nach gleichzeitig eigentlich hochgefahren werden sollen. Mhm. Also das deutsche Wort Liebe drückt ja auch lange nicht das aus, was die Bibel eigentlich damit sagt. Da gibt es diese bekannte Agape, ja, göttliche Liebe. Dann gibt es Eros, das ist die körperliche Liebe. Dann gibt es die Philadelphia, das ist die brüderliche Liebe, die man sich aufs Boot schmiert. Genau. Und dann gibt es noch Storge, das ist die Liebe, die Eltern für ihre Kinder haben. Und Gottes Liebe ist ja so ein Gemisch aus all diesen Dingen. Und wir reduzieren es ja meistens dann auf das Körperliche oder vielleicht noch so ein bisschen die Intimität, die man auf geistiger und geistlicher Ebene hat. Mhm. Aber das Gebiet ist viel größer. Es gehört alles zusammen. Ne? Ja. Also du entscheidest dich für einen kompletten Menschen, im besten Falle. Ja. Und das ist ja quasi auch schon ein Plädoyer für vieles, was wir Christen vielleicht nicht tun sollten oder was uns nicht gut tut. Da werden wir wahrscheinlich später auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Einige Fragen tatsächlich, nicht nur, wie gehe ich den nächsten Schritt Richtung Partnerschaft, was sind da gute Geschwindigkeiten und Wege, sondern auch, wie lerne ich überhaupt jemanden kennen? Eine Frage vielleicht ganz kurz, was denkt ihr über Online-Dating, Tinder und Co.? Ich kann von meiner Erfahrung mal berichten, ich war auch mal auf einer Dating-Seite sogar relativ lang und das war in einer Phase, in der ich ganz stark Probleme damit hatte, dass ich Single war. Und ich habe irgendwie mir teilweise auch 2-3 Mädels parallel gechattet oder noch viel mehr. Also so, wenn die nicht, dann halt die nächste. Also ich hatte so eine Phase, da war ich glaube, das war so 17 bis 20, irgendwie so in dem Zeitraum, da war das für mich irgendwie schwierig, Single zu sein. Und bin da ganz viel auf Online-Dating-Plattformen, immerhin auf den christlichen Online-Dating-Plattformen gewesen. Also ich war nicht auf Tinder oder so, das gab es, glaube ich, damals auch noch nicht. Wie seht ihr das? Ist das grundsätzlich was man eher vermeiden sollte oder kann das auch hilfreich sein? Also ich glaube, meine Schwestern haben immer rumgewitzelt, dass sie mich irgendwann auf Tinder anmelden und so weiter und das wollten das unbedingt machen. Das war jetzt für mich gar nichts und so, ich fand es nie so sexy irgendwie zu sagen, also so da jemanden kennenzulernen oder so. Also für mich war das nichts, aber ich kenne jetzt einige Paare und auch cool. Also ich habe immer gedacht, das sind ja nur Leute, die es wirklich nötig haben. Aber ich kenne wirklich auch coole Leute. Ja gut, stimmt. aber ich kenne auch wirklich coole Leute oder coole Paare, die sich da kennengelernt haben und die mega abgehen und die ich total feier, wo ich sage, hey geil, dass das für euch funktioniert hat. Ja. Für mich wäre es nichts gewesen. Aber so zu Tinder und Bumble und Co., wie sie alle heißen, da muss ich sagen, die Plattformen haben ja immer, also sind was ist das Ziel der Plattform? Genau, was ist das Ziel der Plattform? Und es ist ja sehr, du swipest auf dem Grund von einem Bild und manchmal hast du Leute und siehst, wie ihr Tinder-Profil und wie sie echt aussehen, denkst du, oh! Also, und dann das so, ne, was für ein Sinn und Zweck erfüllt ist. Und ja, also, dass du auch auf Tinder vielleicht die Liebe deines Lebens kennenlernst, okay, mag sein, aber ich glaube, da würde ich mich einfach. Da finde ich das Ziel oder das viele Verfolgen auf der Plattform nicht zielführend, wie ich es mir vorstelle, was ich möchte als Beziehung. Und man muss ja sagen, es gibt ja tatsächlich eben Plattformen, die zum Ziel haben, dass Christen andere Menschen kennenlernen, die schon mal dasselbe Lebensfundament haben. Und ich glaube, das ist schon mal ein großer Pluspunkt. Und da ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass das, was du online siehst, der Realität entspricht, viel größer. Also ich glaube, bei Tinder müssen wir nicht diskutieren, das halte ich auch für... Ich wollte gerade sagen, bei Tinder geht es um Sex, das ist eigentlich klar. Es gibt sicher auch ein paar Anständige, sage ich mal. Aber zum Beispiel letztes Jahr durfte ich meinen Schwager trauen. Da haben sich kennengelernt bei himmlischplaudern.de. Oh, meine Schwester und ihr Mann auch. Siehst du? Tatsächlich. Genau. Also, und voll. Und ich glaube aber auch so, weißt du, welche Angel du aushältst oder auch in welches Wasser du eine Angel aushältst, da wirst du fischen. Also wer... Haben wir ein Phrasenschwein eigentlich? Oh ja, da gleich mal einen Zehner rein. Aber finde ich wirklich. Also weil wenn ich irgendwie meinen Körper als Angel, also wenn ich meinen Körper raushalte als Köder, weil ich denke, das war früher mein Ding. Also wirklich, bevor ich Jesus kennengelernt habe, dachte ich bin nur was wert, wenn ich mich dementsprechend anziehe, wie ich denke, dass es Männern gefällt. Und da hatte ich so Snoopy Push-Up-BHs, das war das Ding damals. Und habe so tiefe Tops, Hollister sei Dank, so ganz tiefe Ausschnitte tragen und so weiter. Aber ich dachte, das ist das, was ein Kerl sucht. Und wenn du diesen Köder aushängst, dann wird das die Kerle. Dann denkst du, oh, ich krieg nie einen anständigen Kerl, der mich wirklich liebt, wie ich bin. Ich denke, okay, ja, jetzt ist es ja, warum nur? Also das ist das, weil du den Köder ausgehangen hast. So, und das ist so dieses... im richtigen Gewässer angeln, will ich mal so sagen. Und den richtigen Köder ausschmeißen. Jetzt habe ich das Phrasenschwein schon gefüllt, aber... Ich habe das geschickt gemacht. Und zwar, als ich meine Frau kennengelernt habe, habe ich bei unserem ersten richtigen Date gedacht, ich muss mich noch ein bisschen pimpen.
und habe mir die Haare blondiert, so Spitzenblondierung reingemacht und bin im Hawaii-Hemd da, glaube ich, aufgekreuzt. Und das war so ein heftiges Downgrade optisch. Im Nachhinein habe ich damit quasi die Messlatte für die inneren Werte natürlich ein bisschen höher gelegt. Und sie hat mich trotzdem genommen. Sie hat mir das dann hinterher irgendwann mal erzählt. So, ey, du sahst so schrecklich. Ich dachte, was hast du denn jetzt gemacht? Und ich dachte, ich hätte mich gepimpt. Aber gut, so kann man sich manchmal täuschen. Eine Frage, die... Ganz kurz, ich wollte noch, das war jetzt auf Online-Dating-Formate ne, bezogen oder Plattformen. Ja, auf Kennenlernen. Es kam nämlich auch nochmal die Frage, wie kann ich denn, vielleicht passt das so ganz gut, wie kann ich denn vor allem christliche Menschen kennenlernen? Also gibt es noch andere Möglichkeiten, außer online, außer oder bei WDL-Freizeiten aufkreuzen? Also vielleicht passt es dazu, ansonsten... Was ich noch sagen wollte, ist, ich finde, Online-Dating-Plattformen sind das eine, aber was ich voll krass sehe, ist auch Instagram oder sowas. Ne? Also ich merke einfach, wie du dich online präsentierst, hat irgendwie auch immer was damit zu tun, wie du dich Jungs gegenüber präsentierst. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen erschreckend. Entdecke ich bei mir selber auch, ja, dass ich mir mal frage, okay, wie wirke ich, wenn ich jetzt das und das Bild poste? Was zeige ich von mir? Wie kann ich mich online darstellen? Und ich finde es immer wieder spannend zu hören, wie viele Leute sich auch über Instagram kennenlernen. Einfach, wenn man irgendwie ein Profil ausgecheckt hat und fand das interessant. Und da frage ich mich aber immer, was will ich wirklich online teilen? Ja? Was ist mein Ziel davon? Will ich eben, wie du es gesagt hast, die Angel auswerfen und sagen, hier, guck mal, ich bin zu haben und das ist toll an mir? Aber ich frage mich immer, ehrlich gesagt, oder bei mir kommt immer wieder auf, diese Frage, habe ich das nötig? Ja, und ich merke, egal, um was für Online-Plattformen es sich dreht, es kommt immer wieder, wie verkaufe ich mich oder was mache ich da mit mir? Mhm. Und das finde ich voll spannend. Also unabhängig jetzt von wirklich bewusst Dating online, ist da Instagram und all diese Geschichten drumherum auch voll. Hat alles Vorteile, glaube ich, aber eben halt auch gewisse Gefahren. Ja, voll. Und eine Gefahr, die ich da auch sehe, was ich da ergänzend vielleicht sagen will, ist dieses sich kennenlernen über Schreiben. Weil ich glaube, auch da ist es Intimität, die ich mit Verliebtsein verwechsel. Also ich hatte mal einen Kerl kennengelernt bei WDL und wir haben voll viel nach der Freizeit, wir waren beide Gruppenleiter, wir haben voll viel danach telefoniert. Und ich muss sagen, ich habe mich in diese Telefonstimme verliebt, aber immer, wenn ich ihn gesehen habe, dachte ich so... Also das war total krass zu sehen, boah, wie gemein auch eigentlich von mir, weil ich ihm da ja auch also was gespiegelt habe oder Gefühle vermittelt habe, die für diese Telefonstimme waren, aber nicht für die echte Person. Und das ist, glaube ich, so gefährlich. Und ich glaube, das probiert auch so, also auch mit dem Schreiben ist das so gefährlich. Also Simon und ich haben uns kennengelernt und danach nur so ein bisschen geschrieben, aber beide dann irgendwann direkt damit aufgehört, weil wir so waren, boah, wir finden es total doof, jemanden so kennenzulernen über Schreiben. Weil du ja auch, du kannst deine Antworten voll bewusst formulieren, du siehst nicht die ganze Gestik, du siehst nicht die ganze Person. Mhm. Und das finde ich so wichtig und das finde ich ja auch da eine Gefahr, ne? Dass ich da irgendwie so kennenlerne. Dass, ich finde, man sollte, wenn man sich so kennenlernt, dann aber ziemlich schnell auf einen, lass uns treffen. Einfach mal, wir gehen Kaffee trinken. Also nicht, wir knutschen auf meinem Bett rum, sondern wir gehen Kaffee trinken. Wir treffen uns, hey, ich gehe mit meinen Freunden, bin ich unterwegs, magst du nicht dazu stoßen? So, ne? Weil ich auch finde, eine Person in Gruppen zu erleben, in Gruppendynamiken, geil. Mhm. So abzuchecken. Deswegen das, ja, mit dem Schreiben finde ich auch eine Gefahr. Absolut. Gefahr. Ihr habt gerade schon ein bisschen drauf geantwortet. Die Frage kam auch nochmal, ab wann ist das Kleiden für eine Frau in der Öffentlichkeit anzüglich? Kann man das irgendwie ganz, ganz praktisch machen? Gibt es da irgendwie so, was man sehen darf und was man nicht sehen darf? Oder ist das auch wieder, kommt das auf den Kontext an, wo ich unterwegs bin? Oder ist das eine persönliche Frage, die jeder für sich selber irgendwie beantworten muss? Und gibt es das Problem bei Männern eigentlich gar nicht? Also ich habe meine Bikini-Bilder runtergenommen bei Insta jetzt. Also ich antworte mal als Mann. Die Wahrnehmung vielleicht. Wie die Wahrnehmung ist tatsächlich, also je sexier die Mädels angezogen sind, desto mehr lenkt es einfach die Blicke auf. Und wir sind nun mal visuell veranlagt. Hat Gott so gemacht. Finde ich auch cool. Aber ist natürlich, kann sehr schnell dazu führen, dass man dann weniger auf die inneren Werte Wert legt, sondern ich glaube, wir sind uns schon ziemlich nahe, wir zwei so. Schöner Knöchel. Ja, genau. Ich glaube, man ein Appell an euch Mädels tatsächlich. Überlegt sehr, sehr gut, welche Signale ihr sendet. Überlegt einfach sehr gut, was ihr anzieht, wo ihr die Blicke hinlenken wollt. Weil ähnlich wie bei diesen Profilbildern vorher auch, das, was du präsentierst, das wird die entsprechenden Leute anziehen. Und das ist eine,
wir leben in einer völlig sexualisierten Generation, würde ich sagen. Medien, du wirst bombardiert ständig mit Sex. Und wenn du da mitmachst, dann ist es nicht erstaunlich, dass du auch solche Menschen anziehst. Mhm. Ja. Und gleichzeitig finde ich es so spannend, weil ich ich liebe Mode, ich liebe es, mich cool anzuziehen, ich liebe es, High Heels zu tragen. Also ihr macht hier auch mal so ein bisschen drüber lustig, wenn ich damit ins Büro komme, wie ich hier über die wie ich über die Parkplatzsteine irgendwie. Aber ich liebe das und ich finde das so einen spannenden Grad zu checken, hey, wo liebe ich einfach Mode und wo trage ich so Sachen gerne und wo will ich damit was erreichen oder so. Und das finde ich, ist ein Grad, den ich, glaube ich, in meinem Herz immer wieder checken muss. So, weil ich glaube, ich merke schon manchmal, wenn ich so denke, oh, damit irgendwie so will ich. Und ich muss es für mich selber sagen, ich trage Sachen, wo ich das Gefühl habe, ich fühle mich wohl drin und ich kann mich bewegen, ohne dass mir eine Brust aus dem Top pusht. und auch so längenmäßig, dass die Sachen einfach jetzt nicht, ich keine Burka oder so, aber dass ich irgendwie, weiß ich nicht, dass ich mich hinsetze und nicht das Gefühl habe, man sieht alles. Aber trotzdem merke ich, will ich deswegen nicht zurückstrecken, mich irgendwie modisch anzuziehen. So, ne? Und nicht nur, weil ich Christ bin, mich in einen Kartoffelsack irgendwie. Ich stelle mir das schwierig vor, zumindest an dem Punkt, wo Mode, sage ich mal, in diese Richtung tendiert. Mode können wir Christen ja nicht steuern, sondern wir passen uns, wenn dann, der Modeströmung an. Und ich glaube, es gab Phasen, da war bauchfrei voll in, der Minirock war in oder ganz kurze zerfetzte Jeans. Also es ändert sich erstens ständig und es kommen ja auch immer mal wieder Trends, wo viel mehr Haut zu sehen ist als in anderen Trends. Mhm. Also gibt es dann Momente, wo du auch sagst, das ist jetzt ein modischer Trend, den gehe ich ganz bewusst mal nicht mit. Nicht nur, weil er mir nicht gefällt vielleicht, sondern sogar, weil... Ja, ich glaube, jetzt läuft zwar gerade jeder so rum, aber eigentlich will ich das nicht. Ja, ich weiß nicht, also bauchfrei habe ich auch noch eine Zeit lang getragen. Fand ich jetzt auch nicht so dramatisch, aber dann ist es halt, kombiniere ich bauchfrei jetzt auch noch mit super kurzen Shorts. Nee. Also so, und auch wie bauchfrei ist mein bauchfrei? Also ist es bis kurz unterm BH oder ist es halt ein Schlitz? Also so Sachen. Und ich glaube auch da ist es so ein, wie habe ich auch das Gefühl, ich kann Leuten begegnen. Also auch ein anderes Setting. Am Strand natürlich habe ich dann Bikini an. So, weil es ein anderes Setting als ich sitze so im Büro. Hallo, Jungs! Gegenüber vom Christian. Ja. Nein, danke, ich habe jetzt Bilder, aber egal. Also so, ne, ich glaube auch sowas. Also, oder wenn ich auf der Bühne bin und predige, achte ich nochmal bewusster drauf, weil ich denke, ey, ich bin konstant im Blickfeld und so und will auch da irgendwie gucken, dass mein Kleid nicht transparent ist, das ich trage und so. Und genau. Tatsächlich eine Regel in der Bühnenmoderation, in der Bühnenpräsenz ist bei deiner Kleidung immer, dass du dich erstens wohlfühlst, das ist wichtig. Und das Zweite ist, dass du nicht bewusst ablenkst. Mhm. In meinem Moderatorencoaching sage ich mal, wenn du dir irgendwie einen Fleck auf die Hose kleckerst, entweder hast du eine Ersatzhose dabei oder thematisieren gleich am Anfang, weil dann ist er aus den Köpfen der Leute raus. Ansonsten hängen die eine Stunde lang dir und gucken dir nur auf deinen Fleck. Genauso wie du auch mit einer nicht angemessenen Kleidung thematisch wahrscheinlich beim Zuhörer nicht mehr ankommst. Ist euch das schon mal passiert? Bist du schon mal bauchfrei auf der Bühne gewesen bei der Predigt? Mein peinlichstes Erlebnis diesbezüglich war, ich habe eine wahrscheinlich einwandfrei theologisch toll ausgearbeitete Predigt gehalten, mit ganz viel Begeisterung dabei die ganze Zeit den Hosenstall offen gehabt. Oh, Scheiße. Und ich wurde dann erst ganz am Ende von einer lieben Schwester darauf aufmerksam gemacht, lieber Bruder Gunke. Ja, früher hatte man Glück, da hatte man noch die große Kanzel, konnte man sich dahinter verstecken. Ja, das war dann leider nicht so. War dumm. Ja. Wir haben gerade es schon mal so ein bisschen angerissen und wir machen mal so einen langsamen Schwenk von Beziehung auch zu Sexualität. Das gehört nun mal dazu. Aber viele Fragen beschäftigen sich natürlich auch gerade mit dieser Thematik. Und eine, die, glaube ich, für ganz viele junge Menschen großes Thema ist und nicht nur für junge Menschen, sondern auch für viele Christen im Allgemeinen, ist Selbstbefriedigung. Großes Thema. Wir wollen auch hier mal eine kurze Umfrage online stellen, an der ihr jetzt im Slido-Talk, in der Slido-App dann auch teilnehmen könnt. Und zwar die Frage, wie oft konsumierst du Pornografie? Denn ganz häufig hängt Selbstbefriedigung auch mit Pornografie zusammen und das ist so ein bisschen ein Themenfeld. Nehmt mal an der Umfrage gerade anonym teil, dass wir mal so ein Bild bekommen. Wie ist das jetzt auch, ich sag mal, im christlich sozialisierten Jugendmilieu? Denn das sind ungefähr heute Abend zum Großteil natürlich die Zuschauer. Und die erste Frage, die zu diesem Thema kommt, bevor wir gleich mal die Umfrage dann auch uns anschauen, ist, zählt zu sexuell unmoralisch auch Selbstbefriedigung dazu? Erstmal so ganz grundsätzlich, was sagt die Bibel dazu?
Die Bibel sagt zum Thema Selbstbefriedigung meines Wissens nichts. Also das Einzige, was immer wieder zitiert wird, ist dieser berühmte Onan, wo ja auch dieses Onanieren herkommt. Der hat aber frühzeitig den Geschlechtsverkehr abgebrochen. Also es war jetzt nicht das typische Selbstbefriedigungsthema. Ansonsten gibt es keine konkrete Stelle, nicht dass ich wüsste, die darüber redet. Die Bibel redet immer grundsätzlich eher über dieses genau diese sexuelle Unmoral oder Unzucht wird es ganz oft genannt. Und das Wort, wenn ihr die Bibel aufschlagt und da eben Unzucht steht, ist grundsätzlich eigentlich alle, also das heißt Porneia, wo auch unser Porno herkommt. Und das bedeutet jegliche sexuelle Aktivität außerhalb einer heterosexuellen Beziehung tatsächlich. Also das, ich habe vorhin noch mal nachgeguckt, steht auch so bei Wikipedia sogar. Also das ist tatsächlich die Definition der Bibel für Unzucht. Mhm. Selbstbefriedigung, wie gesagt, steht nichts genau. Deswegen muss man da noch mal ein bisschen mehr drüber nachdenken. Mhm. Was macht denn Selbstbefriedigung? Du hast schon gesagt, das hat viel mit Pornografie zu tun. Ich glaube, wenn man das, ich hatte immer einen Dozenten, der hat immer gesagt, also wenn du Selbstbefriedigung praktizierst und dabei an einen Baum denkst, dann ist okay. Ja? Ja? Oh, du Eiche, oh, du Linde oder keine Ahnung. Keine Pappe. Aber das ist ja selten, außer vielleicht bei ganz speziellen Menschen, keine Ahnung, ob es wirklich sowas gibt, dass das passiert, sondern damit zusammen geht ja ein Kopfkino. Mhm. Und zwar, ich glaube, bei Mädels wie bei Frauen, bei Mädels wie bei Frauen, wie bei Männern und Männer Jungs, bei allen. Genau, bei Jungs eben über das Visuelle, haben wir vorher schon gesagt. Und da beginnt das Kritische, da beginnt auch diese Sexualität außerhalb eines geschützten Rahmens, so wie sich Gott das vorstellt. Ich glaube, ich habe da auch noch also einen Punkt, den ich so spannend finde, ist so dieses, für wen ist Sex? Für mich oder für meinen Partner? Und ich will meinem Partner dienen. Also ich will ihm Gutes tun. Dienen ist gleich so, ein, weiß ich auch noch als Frau, gleich so ein schwieriges Wort, aber ich will ihm was Gutes tun. Und ich merke so, Selbstbefriedigung ist so dieses Ich-bezogene. Egoistisch. Ja. Das ist Ego-Sex. Genau. Absolut. Und ich will aber eigentlich mit Zärtlichkeiten meinem Partner was Gutes tun. Ne? Also das ist so. Und gleichzeitig muss ich sagen, ich habe damit richtig jahrelang gestruggelt, noch in meiner Beziehung. Simon, ich sage das jetzt einfach. Und Simon hat da nicht mit gestruggelt, also nicht mehr in unserer Beziehung so. Und für mich war das gerade als Frau auch so unangenehm, dass ich diejenige bin, weil ich habe immer das Gefühl, die Männer dürfen pornografiesüchtig sein und die Männer dürfen da voll Probleme haben so mit ihrer Sexualität, aber wir Frauen, wir sind die züchtigen Anständigen. Wir haben es nicht. Und seitdem ich Christ bin, hatte ich kein Problem mehr mit Pornografie, davor genügend, aber dann die Selbstbefriedigung, das bin ich nicht losgeworden. So, ne? Und das kam bei mir erst mit dem Switch, okay, für wen will ich, dass Sexualität ist, für wen will ich, dass Zärtlichkeiten sind. Und wirklich ein Training, also wirklich ein Training. Und das heißt, ich muss, das war immer ein Langeweile-Ding, ehrlich gesagt. Und dann heißt es wirklich, ich mache dann irgendwas anderes oder ich suche mir einen Aufgang, ich trinke einen Tee. Also wirklich so davon los. Und es ist ein Training, weil ich glaube schon, das ist ja ein Lustempfinden, das ist so schwer, das zu kappen. Also ich glaube, es hat sich nie richtig angefühlt. Also ich habe mich danach immer leer gefühlt und es war danach so, oh, habe ich das jetzt ernsthaft gebraucht? Davor war es voll notwendig. Und deswegen ist es so, beide Aspekte. A, ich glaube, es hat sich nie richtig angefühlt, es hat mich nie erfüllt. Und B, für was ist denn eigentlich Sexualität? Und ich weiß, es ist schwierig, wenn die Partnerschaft nicht um die Ecke ist. Also und ich denke, ja gut, jetzt ich muss wahrscheinlich auf Sex noch ewig warten. Also gönne ich es mir jetzt so, aber... Ja, ich glaube, ja. Und es birgt natürlich auch die Suchtgefahr, also gerade in Kombination mit Pornografie ist natürlich die Suchtgefahr enorm groß. Ja, und ich glaube, auch wenn ich da nicht, das will ich noch ergänzen sagen, auch wenn ich nicht mehr Pornos geschaut habe, die Bilder, die ich im Kopf hatte, waren Sachen, die von früher waren. So, ne? Also man wird es irgendwie nie ganz los. Und das will ich sagen, ich merke, bei Thema Pornografie werde ich so leidenschaftlich, weil ich merke, dass... Ich habe heute noch manchmal in meiner Beziehung zu strugglen, wegen Sachen, die ich von über 10 Jahren in Pornos geschaut habe. Die haben kleben mir heute noch dran. So, ne? Und da denke ich, boah, was ein Arschkack ist diese Pornografie, dass die mir so nachgeht. Mir braven Christenmädchen, die doch dann auch erst Christ geworden ist. So, ne? Also es hängt mir noch so nach, wo ich denke... Alter, lassen. So. Und ich finde, die Fragestellung ist ja auch interessant, wenn es heißt, ist,
Selbstbefriedigung Sünde. Das klingt immer so, ja, Gott will das nicht, eigentlich ist es was total Cooles und macht ja so viel Spaß, aber Gott will das nicht, deswegen darf ich es nicht. Mhm. Sünde als Definition, biblische Definition, ist ja immer vorbei am Ziel, was Gott eigentlich mit Sexualität möchte. Und ich glaube, man muss viel mehr fragen, tut mir das was Gutes in Sachen Sexualität oder führt es am Ziel vorbei und ich erlebe eine Sexualität, die nicht das Coole ist, was sich Gott eigentlich gedacht hat. Mhm. Und jetzt mal ganz praktisch, da kannst du mit jedem Jungen, glaube ich, reden, bei den Mädels weiß ich es jetzt nicht so, aber Jungs hinterlässt Selbstbefriedigung in der Regel so leer und so unbefriedigt am Ende. Es ist ein kurzer Lustgewinn und danach ist es immer ein Scham-, Schuldgefühl, immer ein oh Kacke, jetzt wieder nicht geschafft, wieder versagt, wieder gleichzeitig Pornos geguckt, was auch immer. Und es verzerrt das Bild. Und ich glaube, deswegen ist es Sünde, ja, Selbstbefriedigung zu tun, weil du nicht das erlebst, was Gott eigentlich sagt. Hey, ich habe das geschaffen, ich habe mir super viel Gedanken gemacht. Vielleicht verglichen mit so einem, du hast einen super schönen Garten, ja, du legst es an und ziehst dir deine Blümchen groß und zupfst den Rasen zurecht und machst es super schön. Und dann kommt jemand mit dem Trecker und fährt einfach quer drüber. Das wäre der Typ, der dich angebaggert hat. Ja, und zerstört diesen richtig coolen Garten Sexualität und sagt, das ist das the real thing. So, ja. Also in der Umfrage tatsächlich kam jetzt so die Zahl raus, dass ungefähr 60% gar kein Problem damit haben, aber 40% schon. Die manchen etwas häufiger, es sind jetzt wenige dabei, die das jetzt ganz krass, glaube ich, als Suchtproblem erleben. Also die gesagt haben, ich habe da täglich mit zu tun. Zumindest heute Abend bei den Teenies, die uns zuschauen. Ich glaube aber, dass die Zahlen, die es, ich weiß nicht, hast du Zahlen im Kopf? Nee, ich habe keine Zahlen im Kopf. Ich wollte nur sagen, das Spannende ist auch immer, dass man denkt, man hätte es unter Kontrolle. Mhm. Ne? Also oft rutscht man da so ein bisschen rein, dass man sagt, man probiert es mal aus oder ich schaue nur einmal einen Porno, aber die Bilder setzen sich fest. Mhm. Ne? Und man denkt so, ja, man könnte es kontrollieren, aber es ist doch was irgendwie Einfluss nimmt auf dein Unterbewusstsein. Ja, und ich bin damals auch super unterschwellig reingerutscht. Also ich glaube, ich hatte zum Beispiel mit Selbstbefriedigung ganz, ganz früh Probleme, ja, so 12, 13. Ich glaube, da fängt halt so das Hormonelle so ein bisschen an, ne? Man entdeckt sich selber. Und das war krass, weil ich dachte am Anfang, ich habe das unter Kontrolle, ach, es ist ja nur so ein bisschen, ne? Und irgendwann wird es aber doch zu einer Sucht. Mhm. Und dann kommt, glaube ich, auch diese Enttäuschung, von der du gesprochen hast, ne? Dass man irgendwann sagt, oh Scheiße, ich habe doch plötzlich keine Kontrolle mehr drüber. Und wenn du aber an diesem Punkt ankommst, ist es eigentlich schon zu spät. Und deshalb finde ich wirklich ein ganz, ganz großer Punkt, diese Illusion, ich meine, ich hätte es unter Kontrolle. Mhm. Also deshalb, sich quasi der Sucht erstmal bewusst werden, glaube ich, ist der erste Weg zum Ziel, ne? Oder wirklich. Der erste Step, so, den man gehen muss. Also ich habe tatsächlich das nämlich auch genauso erlebt, viele Jahre lang irgendwie mal das Gefühl gehabt, in der Pornografie gefangen zu sein, aber das sich selbst nicht eingestehen. Ja, okay, dann fange ich jetzt nochmal von vorne an, jetzt bin ich stark, also wie du es gerade auch gesagt hast, und dann dauert es manchmal gar nicht lang und dann, Mist, na ja gut, jetzt fange ich nochmal von vorne an. Also wie bei ganz vielen Dingen, die uns fesseln, die Süchte, die uns irgendwie anhaften, ganz schwer da wieder rauszukommen. Und ich glaube, unsere aktuelle Gesellschaft, auch die Digitalisierung, das sind natürlich Entwicklungen in den letzten Jahren, die da unglaublich mit zu beigetragen haben, dass dieses Potenzial jetzt extrem gestiegen ist. Also die Tatsache, dass man heute einfach auf dem Handy mit zwei Klicks sofort Pornografie konsumieren kann. Ja. Gab es alles vor 10 Jahren nicht. Wir mussten noch ins Internet einwählen. Vorher gab es Disketten, keine Ahnung, wo man sich irgendwie Sachen hin und her getauscht hat. Ich musste in die Tankstelle und den Playboy kaufen. Ja, da standest du noch in der Öffentlichkeit. Übrigens ganz kurz noch, möchte ich auch noch mit einer Illusion, glaube ich, aufräumen, weil viele denken, wenn ich dann mal heirate, dann ist das sowieso alles kein Thema mehr. Ja, dann ist es Heirat, zack, alle Probleme haben sich in Luft aufgelöst, weil ich habe ja dann Sex mit meiner Frau. Das, was du früher trainiert hast, sage ich mal, und womit du deine Gedanken gefüllt hast, das bleibt auch eine Herausforderung. Und auch in der Ehe, ich meine, wie viele Ehen gehen auseinander, genau aufgrund solcher Themen, unerfüllte Sexualität, und man sucht sich oder holt sich Befriedigung dann woanders. Mhm. Also diese Illusion, das ist eine Illusion. Mhm. Tatsächlich bei Illusionen aufräumen und mal eine ganz konkrete Frage, wenn du magst, kannst du ganz konkret darauf antworten oder zumindest mal in der Tendenz, die auch vorhin schon kam, ist tatsächlich, wie oft hat man eigentlich in einer Ehe Sex? Also ich glaube, es gibt da auch eine gewisse Illusion tatsächlich. So nach dem Motto, ich meine, ich kann aus Erfahrung sprechen und ich hatte vielleicht auch mal eine Illusion, die dem auch nur bedingt entspricht, so wie es dann in der Realität oft ist. Gerade wenn du Familie hast mit Kindern,
Also für mich ist es so, dass allein der Faktor Zeit und wann hat man die Zeit für Zweisamkeit, das reduziert sich manchmal auf ein sehr kleines Zeitfenster am Tag. Ich würde auch das nicht als Druck sehen oder sagen, hey, dann bist du kein echter Mann, wenn du jeden Tag dreimal oder so, sondern das ist ja das Schöne in einem, ich sag mal, in dem Rahmen einer Ehe, wenn die Sexualität da so gelebt wird, wie Gott das gerne möchte, dass es in einem intimen, vertrauten Rahmen ist, dann redet man drüber und weiß, was der andere will und akzeptiert es auch, wenn der andere vielleicht gerade nicht will. Und das will ich unterstützend sagen. Also wir sind ja noch nicht verheiratet und wir wollen bis zur Ehe warten. Und das ist auch so Thema kein Sex vor der Ehe. Wir haben ja vorhin schon mal kurz drüber geredet, ich würde das jedem empfehlen. Es ist hart. Also die ersten 4 Monate denkst du, ach du Scheiße, das halten wir niemals durch. Und irgendwann ist man dann über diesen Berg. Gewöhnt man sich schon an, dann denkt, ach. Aber so, ne, und dann wirklich sich Grenzen zu setzen und so weiter. Also da wirklich das so durchzuziehen. Und ich merke, es ist mega krass, weil du wirst intim in anderen Levels. Aber wenn man darüber redet, dann ist es so heilend auch und so gewinnbringend. Und ich meine, das ist zum Beispiel richtig spannend, weil Simon und ich da auch wirklich auch viel drüber reden, über meine Bilder im Kopf oder so, was da noch da ist. So. Weil ich sage, oh Simon, manchmal, wenn ich dich küsse, habe ich andere Bilder im Kopf. Und nicht mal, dass ich denke, andere Kerle sind geil, sondern einfach diese Bilder, die noch so da sind irgendwie. Und dann da so ehrlich zu sein. Und manchmal musst du so ehrlich miteinander sein, dass ich weiß, meine Ehrlichkeit wird Simon jetzt verletzen. Aber das schafft, dass da Licht reinkommt und nichts im Dunkeln bleibt. Dass ich nicht alleine kämpfen muss, sondern wir kämpfen da zusammen. Und es ist es, drüber zu reden. Also auch jetzt, wir reden über, wie stellen wir uns die Hochzeitsnacht vor? Denken wir, boah, nee, wir sind so fix und foxy, dann durch, weil wir so viel getanzt haben oder was auch immer. Dann gehen wir einfach schlafen. Aber es ist wichtig, dass du drüber redest. Nicht, dass der eine denkt, ey, wir gehen dann noch heiß duschen. Und dann, sondern, dass man sich über die Sachen austauscht, dass Erwartungen irgendwie klar sind. Auch so, hey, wie willst du gerne geküsst werden? Und was findest du furchtbar? Also so, und ich glaube, da ist oft so eine Verschwiegenheit, weil es ein Schamthema ist. Sogar in Beziehungen und sogar in Ehe. So mediengeprägt ist und es, ich habe letztens erst wieder einen Film gesehen, da lief das, allein die Dialoge manchmal in den Filmen, so denkst, das hat ja mit der Realität gar nichts zu tun, den Schnulzen, die Dialoge sind völlig, das ist nicht real, so wie die manchmal miteinander reden und wie da auf einmal eine Verständnisebene ist, dass, wo Kommunikation nicht stattfindet, die es braucht eigentlich. Und ich glaube, Kommunikation ist ein ganz wichtiger Aspekt. Hier kam auch gerade die Frage, ganz konkret einmal an dich, vielleicht oder ich gebe sie mal an dich weiter, weil du darauf schon eingegangen bist. Wie kann man das denn ganz praktisch machen, bis zur Ehe zu warten? Also gibt es da irgendwie praktische Tipps, wie man das durchhalten kann, selbst wenn das, oder wenn das, gerade wenn das noch irgendwie 1-2 Jahre sind, wo man weiß, es dauert noch. Leidenschaftliches Thema. Also. Hier ist meine Liste. Nein, ich glaube, es ist paar individuell. Also A, wo, an welchem Punkt stehst du? Wenn du jetzt 14 bist und du willst warten und erst mit 20 heiraten, dann musst du sagen, low. Also du musst von low machen. Dann auch, es gibt Paare, die sagen, ey, wir knutschen nicht rum im Liegen. Weil das ist schon für uns, dann entwickelt sich zu viel und so weiter. Die Grenze haben wir jetzt nicht, aber weil wir es, also das, weil wir es auch packen, so, ne, dann wir behalten alle Kleider an, die Hände bleiben über den Kleidern, also, ne, ich glaube, man muss sich als Paar einfach Grenzen setzen und ich glaube, die sind so individuell wie das Paar selbst und dazu will ich aber sagen, da aber auch als Paar ehrlich mit sich zu sein, also so, ne, also nicht sagen, ja, wir kriegen das schon hin und dann merkst du erst nachher so, ups, ich schwanger, aber also so als Paar, glaube ich, da viel miteinander zu reden, was ist gut für uns und was nicht, und dann ja, den Zeitraum abzuchecken und sich in seinen Grenzen kennenzulernen. Also ich weiß ganz genau, wie Simon und ich gerne miteinander rumknutschen. So, ne? Wir werden kreativ im Rumknutschen. Also so, sich die Sachen so anzubahnen und da wirklich ja, für sich gute Grenzen setzen, über die man einfach redet. Und ich glaube, man wünscht sich immer so ein ganz konkretes, also ich kenne ein paar, die haben bis zur Ehe nicht miteinander gebetet, weil, wie du es vorhin gesagt hast, weil es so intim ist. Und ich dachte, ich kenne ein paar, die wollen das durchziehen. Das würde ich nicht unterstützen. Ja, ich auch nicht, also ich echt auch nicht, aber das war deren Grenze, weil sie gesagt haben, sie finden es so intim. Das ist das extrem von dem Beispiel, ist extrem von geistlicher Intimität. Ja. Oder ein paar, die sich wirklich erst am Altar küssen wollen, wo ich auch denke, wir kamen durch einen Kuss zusammen, so, weißt du, also und ich glaube, es ist wirklich so individuell wie das Paar selber. Ich glaube, es gibt keine Standardregeln, aber ich meine, kein Sex ist, tütet das Ding halt nicht ein. Also, also so eine, ja.
Heute habe ich es auch, ne? Also ich glaube, es gibt keine konkrete Antwort, so würde ich zusammenfassend sagen, sondern ein als Paar individuell und du entscheidest es nicht im Eifer des Gefechtes, sondern du sagst, davor sitzt du zusammen. Und ich glaube auch, wenn du sagst, also jetzt wie in einem Alter als junger Erwachsene und man weiß, man hat die Hochzeit in Aussicht, auch ein Punkt zu sagen, wie gehen wir ein Stück weit Richtung Ehe auch? Also wie darf ich mich auch trauen, Grenzen zu erweitern, ohne schlechtes Gewissen? Und auch da geht es ganz viel drüber zu reden. So, ne? Was ist auch wirklich gut und wo haben wir eigentlich Sex, aber nennen es nicht so. Also, ja. Absolut. Tatsächlich eine Frage, die ja damit ganz eng zusammenhängt, ist ja nicht nur die, was ist gut, sondern auch, was sagt schlussendlich die Bibel? Also gibt es ganz, ganz konkrete Stellen, auch die Frage wurde gestellt, gebe ich mal vielleicht noch an dich weiter. Was sagt denn die Bibel tatsächlich zu Sex vor der Ehe? Also ist das da so konkret, wie wir es manchmal gerne hätten, oder steht es wirklich so drin? Oder vielleicht auch nicht? Also tatsächlich gibt es keine konkrete Stelle, wo das so benannt wird. Das wünschen sich ja ganz viele, dass da drin steht, du darfst nicht vor der Ehe oder du darfst genau so weit gehen, da ist es noch nicht Sex, aber überschreite ja nicht diese Grenze. Hier hilft es einfach, das Gesamtbild der Bibel zu nehmen und einfach mal zu schauen, wenn über Ehe, über Sexualität, über den gesamten Themenkomplex geredet wird, hinzuschauen, was ist die Gesamtaussage. Und wenn man das tut, ich habe vorher schon von dem Wort geredet, Unzucht beschreibt genau das Gegenteil, also außerhalb der Ehe, sexuellen Kontakt in jeglicher Richtung. Aber positiv sagt die Bibel, die hängt die Ehe so hoch, dass sie sagt, das ist das Intimste, was man überhaupt machen kann. Oder 1. Mose 2, da wird das erste Mal darüber geredet, dass Mann und Frau, wenn sie ein Ehepaar werden, ein Fleisch werden und Sex haben. Also das ist ein Miteinander verschmelzen. Und die Bibel redet sogar bei der Ehe ja davon, vergleicht das mit dem Bild Jesus und seine Gemeinde, Jesus und die Braut. Also das ist so ziemlich das Kostbarste, was da zusammenwächst. Und aus diesem gesamten Bild wird völlig klar, das verschenkt man nicht beliebig oft an irgendjemand, wo du vielleicht eben noch nicht mal weißt, bleibe ich mit dieser Person zusammen, sondern das ist ein auf allen Ebenen, geistig, geistlich, körperlich, ein Verschmelzen. Und dieses Bild zieht sich durch die Bibel. Und man muss schon sehr stark, glaube ich, die Bibel verbiegen an dieser Stelle, wenn man zu dem Schluss kommt, der Bibel ist es wurscht. Sondern das ist eins der höchsten Güter. Eine Stelle vielleicht, die das so ein bisschen andeutet, ist in 1. Korinther 7. Da sagt Paulus so ein bisschen was über die Ehe auch und sagt, also grundsätzlich, ich wünsche mir, macht's alle so wie ich, bleibt Single, dann könnt ihr nämlich für den Chef unterwegs sein. Ja, der hat natürlich auch erwartet, dass Jesus gleich bald kommt, nächstes Jahr oder wann auch immer. Und dann sagt er aber Leuten, wenn ihr euch nicht zurückhalten könnt, gerade was das Körperliche auch anbelangt, dann heiratet lieber. Also da sagt es tatsächlich ziemlich explizit mal, also wenn ihr das Körperliche euch so verzehrt, dann heiratet. Außerhalb kommt es gar nicht für ihn in Frage. Aber eben, wenn man versteht, wie kostbar Gott das ganze Ding ist, dann versteht man auch, dass man das nicht beliebig verschenkt und nicht frühzeitig auch verschenkt. Und tatsächlich auch ganz praktisch, ich habe leider nur Ami-Statistiken, also USA-Statistiken lesen können, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Paare wieder auseinandergehen und sogar Ehen auseinandergehen, die das vorher nicht so gelebt haben, ist um ein Vielfaches höher, als wenn die Leute gewartet haben. Spannend. Ja, an der Stelle würde ich gerne mal ganz kurz auch eure Meinung zu Hause nochmal hören. Also auch hier in der Umfrage, wie ist eure Einstellung eigentlich zu Sex vor der Ehe? Teilt uns mal mit, einfach in der Umfrage, die jetzt bei Slido drin ist. Und dann schauen wir mal, wie ihr das so seht. Aber ich will da noch unbedingt was sagen, und zwar an alle die schon Sex hatten, der Zug ist nicht abgefahren. Also ich finde, man kann sich auch noch mal entscheiden und sagen, hey, ich will das doch so machen. Und ich will das, weil ich glaube, da ist oft so ein Scheiße, jetzt ist der Zug irgendwie abgefahren, Gott hasst mich, heulen Feuer, ciao. Oder wenn ich das irgendwo mal erzählen würde unter Christen. So, ne? Bevor ich Christ war, wusste ich davon nicht mal was, dass es Leute gibt, die tatsächlich so altbacken sind, keinen Sex vor der Ehe zu haben. Also dachte ich so, what the heck? So, ne? Auch ich hatte schon mal Sex. Und es ist wirklich so krass. Also als ich dann Christ geworden bin, dachte ich so, also Gott kann wirklich vieles vergeben. Aber wenn ich das vergeben kann, das war für mich so, also weil es so ein krasses Thema ist, weil Sexualität da so ein krasses Thema ist. Ne? Und hat mir wirklich meine Gastmutter, durch die ich Jesus kennengelernt habe, das so zugesprochen und gesagt, Melli, so
da kann es für dich auch einen Neuanfang geben, sondern es ist okay und Gott vergibt dir und Gott liebt dich. So, ne? Und dann dachte ich, scheiße, dass sie mir das zugesprochen hat, eine Sache, aber ich werde nie einen Kerl finden, der mit okay ist. Mhm. Also ich dachte immer, so einen christlichen Mann, den ich mir wünsche, der wird das nie okay finden, dass ich das vielleicht schon mal hatte. Wenn, und wenn er dann noch Jungfrau ist, das wäre ja noch viel krasser. und dann wirklich zu sehen, also wirklich zu sagen, hey, und ich darf das. Und in meinem Kopf bin ich Jungfrau. Also so für mich ist das eigentlich so außer Frage. Ich vergesse es auch manchmal. Also das ist so. Und dann zu sagen, hey, an alle, die, ja, wenn du das hörst und denkst, scheiße, jetzt reden die wieder darüber, ich hab's versaut oder ich bin in einer Beziehung und wir machen das. Man kann da neu durchstarten. Das, ne? Das, was du erlebst, ist auch ein Gnade- und Heilungsprozess. Ja. Ne? Also wie bei allem anderen, wo wir Scheiße bauen oder Dinge tun, die uns nicht gut tun oder anderen. In jedem Fall hat Gott die Möglichkeit, uns so Wunden Heilung zu heilen. Also, weil so, das war mir so wichtig, dann wirklich Simon von Anfang an zu sagen, ey, das ist meine Story. So, ne? Und ich will, dass du dich für mich entscheidest mit dieser Story. Und er hat auch gesagt, ey, Melli, das, ja, das war so, aber wir ziehen es jetzt anders durch. Ja. Und ich vergib dir das. Und deswegen, das war mega. Weil du auch gesagt hast, wie ist das mit der Bibel? Die Bibel sagt das ja auch so oft, dass der Jesus, wie er mit der Ehebrecherin umgeht. Oder ich, nur eine Stelle, die mir immer wieder ja, bei solchen Themen sehr stark vor Augen kommt, ist aus 1. Korinther 6. Da geht es um ganz viele Dinge, die wir früher falsch gemacht haben. Da steht dann 1. Korinther 6 ab Vers 8 steht hier, irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzenverehrer, Ehebrecher, Lüstlinge, Knabenschänder, Diebe, Geizhälse, also nicht nur sexuelle Verfehlung, sondern grundsätzlich alles, was aus Gottes Augen am Ziel vorbei ist, weder Ehebrecher, Trunkenbolde, Lästerer, Räuber, werden Anteil am Reich Gottes haben. Und dann, krasser Vers, das sind wohl manche von euch auch gewesen, aber jetzt seid ihr reingewaschen, geheiligt und gerechtfertigt im Namen unseres Herrn. Also der schmeißt einfach mal alle uns in einen Topf und irgendwo an dieser Stelle sind wir alle dabei, also ich definitiv. Und das ist die große, große Aussage Jesu immer. Es gibt Verfehlung, es gibt Zielverfehlung, die Definition der Sünde, aber es gibt immer Gnade und Neuanfang, wenn ich zu Gott komme und sage, Mist gebaut, es tut mir leid. Ich finde es sehr cool, tatsächlich fast 90% von unseren Zuschauern sehen für sich die kein Sex vor der Ehe als sehr hohes Gut und wollen sich dieses Ziel vornehmen und das finde ich natürlich super. Also offensichtlich, selbst in unserer heutigen Gesellschaft gibt es auch noch diese Einstellung, sich das als ein Geschenk zu bewahren bis zu dem Tag, wo dann irgendwie auch klar ist, hey, das ist jetzt die Frau, für die ich mich ganz bewusst entschieden habe. Aber es ist, glaube ich, deswegen auch eine Herausforderung, weil es ist gesellschaftlich als so merkwürdig gesehen wird, oder? Absolut. Die spinnen ja, die Christen. Ja, und gleichzeitig habe ich echt im Freundeskreis einige, die sagen, krass, Melli, ich kann es irgendwie nachvollziehen. Also die sagen, hey, stimmt, also man gibt sowas Krasses von sich her. Oder ich habe vor 2 Wochen mit einer Freundin gesprochen, die gemeint hat, sie gerade einen Kerl kennenlernt, auch übrigens Fun Fact über Online-Dating, aber die meinte, ihr ist es so, ihr hat so leid getan, dass es so schnell körperlich wurde, weil dadurch ist dieses wirkliche Kennenlernen irgendwie so flöten gegangen. Und das finde ich so spannend. Also auch Freundinnen, die dann sagen, hey, ich kann es nachvollziehen, dass ihr das macht. Also es gibt quasi auch ganz logische Ansätze, die jetzt erstmal gar nichts mit dem christlichen Glauben zu tun haben, sondern also ich würde unabhängig vom Glauben sagen, ich empfehle es jedem. Ich empfehle es jedem zu sagen, ich warte bis zu ihr. Das ist doch mal ein Statement. Und wir gehen mal weiter. Wir haben nämlich nicht mehr ganz so viel Zeit, aber noch so viele Fragen. Ich würde gerne noch ein, zwei andere Themen noch mal aufmachen. Eins zum Beispiel fand ich gerade ganz cool. Gibt es gute christliche Anmachsprüche? Ich weiß nicht, ich kenne tatsächlich keinen. Weiter geht's. Ja, auch nicht? Nein? Ja. Mir fallen jetzt Personen ein, die da eine ganze Liste haben, gell? Aber ich kann jetzt alle nicht wiedergeben. Nee, gibt's bestimmt. Also es geht jetzt wirklich um, also es gibt ja so, ist es heiß oder ist das der Heilige Geist, der in dir brennt? Kann ich deine Nummer für meine Gebetsliste haben? Okay, ja, das ist auf jeden Fall. Oh, ich glaube, eine meiner Rippen gehört noch zu dir. Auf Ekel. Hast du die jetzt dir eigentlich gerade ausgedacht? Nein, die sind von dem Traktor-Team. Nein, aber ich glaube, also ich finde das nicht anders. Ich glaube, mir imponiert, wenn Leute, oder, also Simon und ich haben es am Anfang unserer Beziehung festgestellt, wir können beide voll gut auch ohne einander, aber wir sind voll gern miteinander. Also dieses, so mir hat es imponiert, wenn jemand auf sein Leben auch klarkommt ohne mich. So, ne? Sondern einfach, das finde ich viel heißer als so ein, du merkst, also manchmal, es gibt Leute, finde ich, da riechst du schon, die brauchen eine Beziehung jetzt. Wobei, riechen, naja, aber so, also da merkt man das so. Und da dachte ich immer so, hey, wenn du mit deinem Jesus für dich cool bist, so, ne?
Das finde ich so attraktiv. Und das finde ich so das Heißeste anmachen. Voll. Also jemand, der einfach nicht dieses, oh, guck der gerade, dann ich bete halt. Sondern, sondern wirklich so ein authentisches, ey, ich bin mit meinem Jesus unterwegs. Und das war immer so mein Ziel. Ich wollte mit meinem, auch als Rentner, Single, ich wollte mit meinem Jesus unterwegs sein. Und wenn ich parallel über die Liebe stolper, hey, voll geil. Mhm. Dann freue ich mich drüber. Und das finde ich so das ist der heißeste Anmachspruch. Ich möchte ein Thema kurz aufmachen und das vielleicht gar nicht so ewig lange thematisieren, weil ich glaube, das kann man eigentlich sogar relativ kurz halten. Und zwar die Frage, die Angst vor dem lebenslangen Single-Dasein. Oh. Stichwort, gibt es die Berufung der Ehelosigkeit? Was ist das eigentlich? Was denkt ihr darüber? Habt ihr euch damit mal beschäftigt? Also die Einzige, die jetzt aktuell gerade Single ist, bist du. War das für dich mal, wo du machst, na, vielleicht habe ich ja die Gabe der Ehelosigkeit. Hast du da mal konkret drüber nachgedacht? Voll, ja, habe ich. Hab ich. Hast du sie? Habe ich sie? Das ist jetzt die Frage, sieht man es wirklich als Gabe? Ne? Und will man das wirklich? Spannend war, oder ja, ich habe mir viele Gedanken drüber gemacht und ich glaube, ein Keypoint, warum ich gut mit meinem Single-Dasein klarkomme, ist, dass ich mir Ziele für mein Leben überlegt habe, die nicht nur auf einen Partner ausgehen. Ja, also ich weiß, mein Leben gelingt gut, selbst wenn da nicht unbedingt ein Typ vorbeikommt. Und ich glaube, das ist so eine Grundselbstverständlichkeit oder vielleicht ein Bewusstsein für mich selber, dass ich weiß, mein Lebenssinn, ob der sich erfüllt oder nicht, hängt nicht daran, ob ein Typ vorbeikommt. Und ich glaube, das ist so eine wichtige Grundlage gleichzeitig. Das ist wirklich witzig. Ich wurde schon so von so vielen Freundinnen, denen ich das erzählt habe, echt beinahe geschlagen. Und ich sage, Johanna, sag sowas nicht, da kommt bestimmt einer für dich. Ja. Oder ich sehe dich so klar mit einem Mann. Und ich sage immer, hey, lass doch einfach mal stehen. Was ist denn, wenn es wirklich so ist? Es kann sein, ja, der Ehemann ist nicht in dem Grund-Christenpaket mit inbegriffen. Was? Wie war das? Ne? Es kann sein, ich muss es als realistische Option sehen und es wäre in Ordnung. So, ne? Und wenn ich mit diesem Fakt klarkomme, dann komme ich auch mit meiner Single-Sein-Situation jetzt klar. Und dann orientiert sich nicht alles darauf, oh, finde ich jetzt diesen einen Typen und sobald ich einen neuen Typen kennenlerne, oh, findet der mich jetzt toll oder nicht? Dann dreht sich einfach nicht alles um dieses Single-Thema und wann kommt er endlich? Und würdest du sagen, tatsächlich, du siehst Vorteile auch im Single-Dasein, ganz praktisch, die du jetzt gerade zum Beispiel vielleicht noch leben kannst und die vielleicht auch in einem ganz Lebens-Single-Dasein da wären? Voll. Also ich glaube, es hat immer beide Seiten. Ne? Wenn ich jetzt gerade an meine Situation mit dem Umzug und so weiter denke, ich hätte diese Entscheidung, nach Marburg zu gehen, sicher nicht so einfach treffen können. Also sie war so schon bockherausfordernder. Aber ich glaube, wäre ich gebunden oder wäre ich in einer Beziehung, hätte natürlich mein Gegenüber in dieser Beziehung viel, viel mehr mitzureden gehabt. Ne? Ist das eine Ortsgebundenheit oder kann die Person mitkommen? Will man an denselben Ort? Kann man sich Fernbeziehungen vorstellen? Wie ist es auf lange Perspektive? Da habe ich natürlich gerade eine ganz andere Freiheit. Und gleichzeitig merke ich es auch gerade in diesen Umbrüchen, dass ich denke, oh, es wäre auch schön, wenn da eine Person wäre, mit der man das alles teilen kann. Mhm. Ne? Also ich glaube, es sind immer beide Seiten. Und das muss man sich bewusst sein, aber das ist ja in Ordnung. Ich habe da für mich tatsächlich eigentlich vor allem die Erkenntnis gewonnen, dass die Zeit, die Frage ist, was machst du mit der Zeit, die du noch Single bist? Mhm. Ich habe, glaube ich, viele Jahre meines Lebens vor meiner, bevor ich meine Frau kennengelernt habe und wir geheiratet haben, irgendwie ein Stück weit verplempert, würde ich an manchen Stellen sagen. Also ich war schon irgendwie jemand, der auch irgendwie sich Gott zur Verfügung gestellt hat, aber ganz viel Erkenntnis kam erst viel später und ich habe mich echt manchmal geärgert, so dass ich gerade auch euch zu Hause irgendwie so mitgeben würde, hey, wenn ihr jetzt gerade oder wenn du jetzt gerade 15, 16, 17 bist, nutzt die Zeit, die du jetzt hast. Du hast noch keine Ehefrau, du hast noch keine Familie, keine Kinder. Ey, das bindet dich so dermaßen. Das ist eine Aufgabe fürs Leben tatsächlich, die Gott dir in dem Moment anvertraut. Eine Familie zu führen oder Teil einer Familie zu sein, Kinder zu erziehen, was auch immer. Und tatsächlich, du hast weniger Zeit für das, wo vielleicht auch dein Herz brennt. Mein Herz brennt gerade so für das Menschen Jesus kennenlernen. Und ich merke tatsächlich, die Zeit habe ich einfach nicht, um da so viel Gas geben zu können, wie ich eigentlich gerne wollen würde. Die hätte ich gehabt mit 19, 20. Und da habe ich auch so viel dummes Zeug gemacht, so viel Zeit verplempert, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Ey Leute, macht den Fehler nicht. Wenn ihr jetzt begeistert seid, dann gebt jetzt Gas, wo ihr die Chance dafür habt. Ich finde es so spannend, gleichzeitig, weil ich immer denke, das klingt, wenn man sagt, ja, was sind doch auch Vorteile im Single-Sein, denke ich so, das klingt immer so, als wenn man in einer Beziehung auf einmal in so einem goldenen Käfig von Küsschen auf die Stirn und also so, und das ist es ja auch nicht. Also ich muss sagen, ich genieße das und ich war ja
26 Jahre Single. Ich genieße das so ultra in Beziehung zu sein. Ich will es nicht missen wollen. Aber ich glaube, es ist für Johanna zu sein, okay damit zu sein, weil Gott hat uns nirgends in der Bibel einen Mann versprochen. Gott hat uns viele andere Zusagen gemacht, er gibt uns viele Versprechen, aber er hat uns nie Wohlstand, er hat uns nie eine Familie, er hat uns nie Frieden, er hat uns nie, also er hat uns seinen Frieden versprochen, aber nie weltlichen Frieden. Also diese Dinge hat er alle nicht versprochen. Und oft habe ich aber das Gefühl, ich sage so, oh Gott, ganz ehrlich, also auf meiner Liste, so, ne? Und desto älter ich wurde, dachte ich auch, und ich will Kinder, hast du die biologische Uhr im Blick, so, ne? Aber so, Beziehung ist kein goldener Käfig, aber es ist, wie du sagst, was ich schon gesagt habe, ein Zeitding auch. Also so dieses Zeitding, aber weniger, jetzt bin ich so gebunden, sondern nein, ich will jetzt halt meinen Partner verbringen. Und vorher als Single, und ich bin so dankbar, dass ich die Zeit gut genutzt, also ich würde sagen, ich habe sie richtig geil genutzt, ich war voll viele Wochenenden unterwegs, ich war ständig hier. Christian, ihr konntet euch nicht vor mir retten, ne? Also ich war wirklich... War schon ein, zwei Mal da. Ja. Dauergast, ich habe mich rein investiert in Freizeiten, so, ne? Ich hab, ich war am Wochenende so viel unterwegs, quer durch Deutschland, mit Freundinnen getroffen und so weiter. Coole Sachen gemacht, wo ich jetzt sagen kann, ey geil, und jetzt kann ich die Zeit auch voll gerne in unsere Beziehung, in unsere dann Ehe investieren, weil ich habe Vollgas gegeben. Und ich habe nicht das Gefühl, jetzt verpasse ich was. So jetzt ist es voll okay für mich zu sagen, ich trage die Verantwortung für den Rest meines Lebens. Super gerne, weil ich habe so, ne, ich habe Vollgas gegeben. Und das ist so der Schatz dann. Und das ist, wo du vielleicht sagst, oh Mist, da hätte ich so Sachen mal machen können. Und ich glaube, Beziehung ist kein goldener Käfig. Also es ist schön und trotzdem kommt es mit einer anderen Verantwortung und einem anderen zeitlichen Aspekt, ja. Ich fand es voll gut, was du gerade gesagt hast mit dieser Wunschliste, nochmal das zu vergleichen, ne? Wenn ich so überlege, welche Wunschliste breite ich immer wieder so vor Gott aus und geht es darum, dass Gott meine Wünsche erfüllt oder geht es darum, dass ich mein Leben für ihn lebe? Und dann ist die Frage, was, wenn da jetzt wirklich sowas stehen würde mit, ja, du hast diese Gabe der Ehelosigkeit, Hilfe. Ne, aber wäre ich in Ordnung damit, wenn ich sage, okay, mein Ziel ist es, mein Leben für Gott zu leben. Und da hat mal der Schwiegervater von einer Freundin von mir an der Hochzeit in seiner tollen Vaterrede, Brautvaterrede, Bräutigamvaterrede, wie auch immer das heißt, hat gesagt, hey, er findet es so cool, wie die beiden es gemacht haben, ja, weil die waren beide so fokussiert mit ihrem Leben für Jesus unterwegs, wo wir beide schon, oder wo wir über beide oft gedacht haben, oh, die sind so fokussiert, bei denen wird es nie was mit Mann oder Frau und Beziehung und so weiter. Ja. Und der Papa hat gesagt, hey, geh fokussiert in deinem Leben mit Fokus auf Jesus voran. Ja? Geh für Jesus voran und dann schau immer mal wieder hoch. Schau mal nach links und rechts, wer ist mit dabei. Aber geh mit Fokus auf Jesus voran. Und das finde ich so ein cooles Bild. Weißt du? Also, dass es nicht darum geht, mit, also wen habe ich hier um mich rum, wer könnte davon potenzieller sein. Und es geht jetzt um meine Wünsche, sondern es geht um die Wünsche Gottes. Es geht darum, dass ich mein Leben für ihn investiere. Und auf dem Weg kann es sein, dass mir Leute begegnen. Und vielleicht dieser eine Typ. Ja. Voll. Und Jesus ist für mich und Jesus in Ohren liegen. Also ich finde schon, dass Gott ein Gott ist, der ist gnädig. Und ich muss sagen, ich war hartnäckige Witwe, was Thema Ehemann betrifft. Also ich wollte nicht desperate sein, aber schon sagen, und Jesus, ich bringe dir das. Und ich bringe dir das immer wieder und immer wieder. Und meine beste Freundin hat gesagt, du kannst einen Ehemann nicht aus Gott rausfasten. Also weil, so, also, weil ich habe dafür auch gefastet und so weiter. Dann habe ich gesagt, Gott, es ist mir ein Herzensanliegen, es ist mir ein Wunsch. Und dann lege ich mich ins Zeug. Ich habe meinen Part gemacht, so, ne? Irgendwie. Also dieser Mix aus, ich bin nicht frustriert, aber ich gebe trotzdem Vollgas. Boah, es ist so ein cooles Thema und man gefühlt, weiß ich nicht, es sind immer mehr Fragen geworden im Laufe der Zeit. Wir haben ja noch Small Groups. Genau, also wir haben natürlich jetzt nicht den ganzen Abend Zeit, vielleicht die letzten 10 Minuten, die wir uns nochmal vielleicht auf so ein paar Fragen ganz schnell und ganz knapp irgendwie draufstürzen. Ich hau sie einfach raus. Und wer sich berufen fühlt, haut eine ganz kurze Antwort. Jetzt machen wir es mal ganz kompakt. Vielleicht kriegen wir so ein paar Fragen nochmal gegriffen. Aber ich glaube, so über die großen, wichtigen Themen haben wir intensiv besprochen. Das ist auch gut. Und jetzt geht es an manchen Stellen so ein bisschen ins Detail. Melli, eine ganz konkrete Frage. War es bei euch ein Thema, dass Simon jünger ist als du? Für Simon nie. Für mich am Anfang ja. Aber eher so vor anderen. Also vor anderen dieses... Oh, er ist 4 Jahre jünger, bin ich komisch. Also, aber jetzt eigentlich gar nicht mehr, sondern es ist mein kleiner Toyboy. Aber nein, das ist, ja. Nehme ich zurück. Nein, aber das ist für mich eigentlich, ich finde es mega. Ja, Punkt. Ich will kurz antworten. Schön, wie du dich zusammenreißt, Simo. Nächste Frage, gehen wir mal weiter. Tatsächlich, wie schaffe ich es nicht ständig beim anderen Geschlecht Anerkennung zu suchen? Puh. Komm, Johanna, die kurze Antwort. Ist, glaube ich, eine War Frage, die gerade... Puh. Puh.
Ich glaube, eigentlich ist hat das vielleicht was mit Lebensfokus zu tun, mit Gesamtfokus? Was? Du hast es eigentlich gerade so ein bisschen gesagt. Worin suche ich Erfüllung? Mhm, halt, genau. Ne? Also wenn ich Erfüllung suche darin, dass ich Anerkennung von Jungs bekomme, dann... Ah, ja, aber es lässt sich nicht so einfach wegwischen, glaube ich. Man darf sich das auch eingestehen, würde ich sagen. Also natürlich finde ich es schön, ein Kompliment zu bekommen. Ja, aber ich will nicht danach angeln oder irgendwie mich so präsentieren. Tatsächlich, bei mir war es so, dass ich, als ich damals in diesen Online-Foren ganz gezielt das gesucht habe und da irgendwie Bestätigung gesucht habe und auf der Suche war, habe ich gemerkt, dass erstens funktioniert nicht, daraus ist keine Beziehung entstanden, die mich wirklich erfüllt hat, sondern immer nur so kleine Feuerchen, die mal kurz aufgeflammt sind und eher Enttäuschung, viel Schmerz. Und erst als ich irgendwann ganz gezielt gesagt habe, ich lege das jetzt ab, ich habe mich überall abgemeldet, habe gesagt, ey, Jesus, es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht, dass ich mit meiner Sehnsucht da so krass auf die Suche gehe, nach dem, was ich glaube, was ich halt brauche für meine Erfüllung. Das funktioniert nicht. Ich melde mich jetzt überall ab. Ich will, dass du das jetzt in die Hand nimmst. Mach du das. Ab diesem Zeitpunkt tatsächlich habe ich eine ganz, ganz krasse innerliche Befreiung erlebt. Für mich so, vom Gefühl her. Ja. Tatsächlich hat es nur wenige Monate gedauert und ich habe meine Frau kennengelernt. Und ich habe sofort tatsächlich, es war anders wie jemals, ich habe sofort, als wir uns das erste Mal gesehen haben, habe ich gemerkt, hey, das ist sie. Weil es war einfach, es war ganz anders. Ich kann das nicht beschreiben. Es ist auch eine längere Geschichte so. Aber es hat für mich was verändert, als ich genau diese Erkenntnis hatte und gemerkt habe, Jesus, du musst das in die Hand nehmen. Und ich will, dass du stolz bist auf mich. Mit dem, vielfache Berichte so von Leuten sagen immer wieder das Gleiche. Als ich aufgehört habe, den Fokus darauf zu legen und entspannt war, dann habe ich plötzlich meinen Partner kennengelernt. Ja, das ist echt was dran sein, erstaunlich. Das, ja. Bei mehreren Personen, ich finde, das ist auch eine Frage von Attraktivität. Ja. Ne? Also wenn man merkt, ich suche nach dieser Anerkennung, ich finde, das macht unattraktiv. Ist Verlobung überhaupt ein biblisches Prinzip? Warum sollten wir uns überhaupt verloben? Ich glaube, biblisches Prinzip... Naja, wir müssen nur bei Maria und Josef zum Beispiel schauen. Natürlich ist das ein biblisches Prinzip. Es ist ein sich Versprechen. In der Antike damals hatte es natürlich nochmal einen anderen Wert, weil das war ja nicht so wie heute, dass wir uns bei einer Freizeit kennenlernen und so. Aber tatsächlich ist es ja ein schon vor Gott, das irgendwie amtlich machen, dass wir einander versprochen sind. Und damit gehst du ja auch sogar rechtlich in Deutschland schon einen Schritt, dass du auch sagst, das ist mein zukünftiger Partner. Also du hast sogar rechtlich dann einen anderen Stand. Sich versprochen sein, was heißt das? Also wer verspricht dir denn da was? Nein, ich verspreche meinem Partner im Bestfall schon vor Gott, dass ich mein Leben mit dir zusammen verbringen möchte. Deswegen frage ich ja, deswegen mache ich einen Heiratsantrag und sage, willst du meine Frau werden oder willst du mein Mann werden? Also ab dem Zeitpunkt wird es ernst und dann steuerst du ja ganz konkret auch auf diesen letzten Schritt zu. Habt ihr für euch so ein ganz konkretes Ziel gesetzt, als ihr diesen Punkt angegangen seid? Jetzt sind wir verlobt, das ist unser Ziel, wir wollen... Also gibt es für euch, sage ich mal, im Kopf diese Option, in 2 Monaten zu sagen, passt doch nicht? Wir haben jetzt gerade lustigerweise am Wochenende drüber geredet, weil es gibt ja noch Paare, die sich wo die Verlobungszeit nochmal wie noch eine zweite Testphase irgendwie ist. Mhm. Und wir haben wirklich gesagt, wir haben uns eigentlich mit der Verlobung wirklich eigentlich entschieden zu sagen, das ist es jetzt so. Mhm. Und gleichzeitig finde ich wirklich zu sagen, ey, lieber trennt, wenn es jemand merkt, so, oh, doch nicht, lieber trennt ihr euch in der Verlobungszeit und sagt nochmal Hochzeitsplanung ab, als später irgendwie im Chaos zu enden. Aber für uns war echt, wir merken für die Verlobung, dachte ich auch sehr gut, dann fragt er halt und ich sage, ja, wir wussten schon Anfang der Beziehung, wir wollen heiraten, was ändert sich jetzt? Das Standing, das wir haben als Paar, auch vor anderen, wenn wir sagen, hey, wir sind verlobt, ist echt ein anderes. Mhm. Ja, und das ist auch, glaube ich, für einen selbst innerlich nochmal so ein Ding, weil in dem Moment, wo du deinem Partner versprichst, wir verloben uns jetzt, dann sagst du ja nein, bewusst zu 4 Milliarden anderen auf dieser Welt. Also das ist ja wirklich ab diesem Zeitpunkt hältst du nicht mehr Ausschau eigentlich. Ab diesem Zeitpunkt bist du nicht mehr am Markt. Das ist eine ganz konkrete Veränderung in dem Moment. Definitiv. Ja, das stimmt. Voll. Ich glaube, es beginnt auch schon vorher ein bisschen in Beziehung. Also ich finde, Beziehung ist schon der Moment, wo ich eigentlich dann so, ciao. Dann soll's losgehen. Ja, und ich glaube aber auch dieses, jetzt habe ich einen Punkt verloren. Ich finde ihn bestimmt wieder. Verlobung. Du nimmst eine Verantwortung. Also in dem Moment, wo Simon mich gefragt hat, hat er die Verantwortung übernommen zu sagen, ich übernehme die Verantwortung für die Entscheidung, ich will dich heiraten. So, ne? Also und deswegen haben wir vorher auch gar nicht so viel über Hochzeitsvorbereitungen nicht genommen, weil sie immer gesagt hat, ich habe diesen Schritt der Verantwortung, den bin ich noch nicht gegangen. Mhm. Und dann war das so und dann ist man so, das hat echt nochmal was gemacht. Also ich finde es schon noch was Besonderes. Ja. So, ich stelle jetzt die letzte Frage aus dem, was von unseren Zuschauern kam. Und da sind noch viele Fragen,
ein großes Thema oder zumindest in vielen Fragen taucht das Thema Homosexualität auf. Das ist ein Riesenthema, da müssten wir eine ganze eigene Sendung zu machen, da könnten wir lange drüber diskutieren, sowohl theologisch als auch gesellschaftlich. Und es ist eine spannende Debatte und natürlich für manche auch ein ganz persönliches Thema. Ja, entschuldigt da einfach, dass wir das jetzt heute an der Stelle hier nicht mehr thematisieren können und vielleicht machen wir dazu mal irgendwie ein anderes Forum, vielleicht braucht es auch ein anderes Medium, wo man das auf eine gute Art und Weise thematisieren kann. Aber hier gibt es auch, glaube ich, schon ganz viele ja, gute Bücher oder Gedanken, die gemacht wurden, Predigten online. Oder ihr könnt natürlich gerne uns auch mal konkret anschreiben, auch im Nachgang dieser Sendung. Also wenn ihr da konkrete Fragen habt, kommt gerne hinterher auch konkret auf uns zu. Es gibt eine E-Mail-Adresse isso@wdl.de. Dort könnt ihr gerne euch melden und auch konkrete Fragen hier nochmal stellen oder auch zu anderen Themen. Eine Frage, die aber tatsächlich noch richtig viele Votes bekommen hat, und das ist die letzte Frage jetzt hier in dieser Runde, ist die... jetzt könnte ich mal fragen, was ihr denkt, was das sein könnte. Aber ich glaube, ihr kommt nicht drauf. Johanna kennenlernen. Offensichtlich ist es ein Thema, was viele bewegt. Unterordnung der Frau, auch wieder ein großes Thema. Wie weit sollte das gehen, auch im Gegensatz zu den ganzen feministischen Bewegungen? Und ich glaube, es ist okay, wenn wir uns hier nochmal 2-3 Minuten nehmen. Aber ich glaube, das ist einfach nochmal eine Frage, die viele gerade interessiert. Und deswegen würde ich die gerne als letzte Frage so in diese Runde geben. Christian hat sein Schwert schon gezückt und blättert schon in der Bibel. Ich finde, die Frage ist relativ schnell und leicht zu beantworten, wenn man sich mal anschaut, in welchem Kontext diese Unterordnung biblisch denn stattfindet. Weil die meisten suchen, die Männer suchen sich das super gerne raus. Da steht da schon in der Bibel, die Frau hat sich unterzuordnen, ab an den Herd und frag mich, was ich zu essen will. Und wenn ich in die Kiste will, bist du verfügbar und was weiß ich. Also so dieses, ja, das ist ja tatsächlich manchmal so dieses Macho-Bild. Ist das biblisch? Nein, natürlich ist das nicht biblisch. Der beste Abschnitt dafür, schaut mal in Epheserbrief rein, Epheser 5. Das ganze Kapitel ist super interessant, aber das Entscheidende dann ab Vers 21. Dort steht, ordnet euch einander unter in Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen tut es so euren Männern gegenüber, wie es auch eurem Herrn tut. Der Mann ist das Haupt der Frau, jetzt kommt dieses Strittige, ja, oh, der Mann das Haupt der Frau, so wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und dann kommt aber der nächste Vers, und ich liebe das auch bei Hochzeiten zu zitieren, zu sagen, und jetzt, ihr Männer, habt eure Frauen lieb, wie auch Christus die Gemeinde lieb hat und sich selbst für sie dahingegeben hat, um sie zu einem heiligen Leben zu führen. Sprich, der Auftrag ist für uns Männer, habt eure Frauen so dermaßen lieb, dass ihr sogar für sie in den Tod gehen würdet. Und ich glaube, wenn ich als Mann für meine Frau so eine hingebungsvolle Liebe habe, die so wie Jesus sie für uns als Menschen, für seine Gemeinde, für seine Braut hat, dann wird vermutlich keine Frau der Welt ein Problem haben, sich dem unterzuordnen. Und da geht es nicht um eine Wertigkeit, sondern um eine unterschiedliche Rollenverteilung, die Bibel... Aufgaben quasi. Richtig, ja. Also das hat überhaupt nichts mit Dominanz oder eben Geringschätzung zu tun der Frau, sondern... Frau, Mann sind laut Bibel, laut Gott völlig unterschiedlich gemacht. Mann hat eine andere Aufgabe in der Ehe als eine Frau. Und das ist ein gegenseitiges Unterordnen. Aber die sozusagen die Leitung, die, auch die geistliche Leitung, die wird den Männern in der Regel zugeschrieben. Mhm. Und in dieser Art und Weise sollen die Männer vorangehen und sich die Frauen dem unterordnen. Und wenn sie das so tun, wie hier beschrieben, dann ist das kein Thema. Glaube ich zumindest. Ich habe mal gemeinsam mit einem Kumpel eine Predigt darüber gehalten und er hat dann immer gesagt, ja Johanna, du kannst zwar Vorschläge machen, wie wir diese Predigt zu schreiben, aber ich entscheide dann am Ende. Ja, dann, oh. Nicht wahr. Ich glaube auch, also ich würde mich als ziemlich starke Frau bezeichnen oder auch als Frau, die, ja zum Beispiel, ich gehe irgendwo predigen und Simon sitzt daneben in der ersten Reihe und es ist dann auf einmal diese, ne, dieses spannende Rollenbild, so sie ist da vorne und predigt und ich, der Mann, der Simon trägt mir die Handtasche hinterher, was ja völlig absurd ist. Und trotzdem ist Simon ein mega starker Mann, der das voll mit Stolz, also mit, der da so stolz auf ist. Und ein Mann, wo ich sage, ey, dem ordne ich mich so gern unter. Also so, weil es eben, wie Christian gesagt hat, nicht ein, ich bin so unterwürfig und ich darf nicht und er entscheidet alles, sondern, boah, ich liebe ihn so, aber der liebt mich auch so. Und wenn seine Aufgabe ist, so wie Christus die Gemeinde liebt, dann sage ich, krass, also dann nehme ich mal einen Part. Und es ist für mich, ja, so ein gemeinsames Ding. Also das heißt nicht, wir diskutieren über Dinge, wir haben ein Miteinander. Und für mich ist es gerade als starke Frau manchmal so geil zu wissen. Also bei Simon werde ich manchmal so richtig zum 5-jährigen Mädchen, die da auch völlig mal zusammensacken kann in aller Schwachheit, weil ich weiß, ey Simon,
führt unsere Beziehung in Jesus in so einer Weisheit und in so einem respektvollen Umgang miteinander. Und das finde ich so dermaßen geil. Also deswegen liebe ich diese Szene, also diese Stelle. Ich hatte eine Zeit lang ein richtiges Rebellenherz dagegen und dachte, oh, boah, das ist mir zu konservativ. Und aber ich habe wirklich gemerkt, ey, da ist eine richtige Schönheit darin und es hat nichts Negatives. Ja, so. Wenn du den ersten Vers eben nimmst, wo sogar gesagt wird, ordnet euch einander unter, bedeutet das ja gleichzeitig, der Mann kann sich auch mal, der Mann ordnet sich ja also auch manchmal unter. Und das ist ja grundsätzlich das Konzept von Jesus für die Ehe, dass wir einander höher achten als uns selbst. Mhm. Und das ist genau das, was hier rauskommt. Absolut. Und dann, wenn so eine Liebe da ist, ich glaube, da wird keiner ein Problem an irgendeiner Stelle haben. Absolut. Ich glaube, es ist trotzdem ein Appell an uns Frauen. Ja, also ich denke, ich finde es immer... Muss von Johanna noch kommen, die sitzt schon da und so. Ich finde, es wird immer so drauf gepocht, irgendwie so dass diese Bibelstelle so eine Männermacht ausdrückt oder sowas. Und ich glaube, Feminismus ist schon auch so eine Gegenreaktion davon. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube auch, die Beziehung, die ich hatte, ist mit daran gescheitert, dass ich mich über ihn gestellt habe. Ja, und dass ich gemeint habe, ich habe es raus. Und ich glaube, da sind wir Frauen schon auch ganz gut. Ja, dass wir einen gewissen Stolz haben. Und ich glaube, das ist auch gut. Das macht auch irgendwie an manchen Stellen unsere Stärke aus, dass wir vielleicht ein bisschen empathischer, sensibler, manchmal mehr Sachen wahrnehmen. Und das können wir auch ausspielen. Ja, und da können wir auch eine Macht über Männer einsetzen. Ja, und ich glaube, die dürfen wir nicht missbrauchen. Und vielleicht ist es auch dahingehend ein guter Punkt in diesem sich gegenseitig unterordnen. Mhm. Ich bin doch gar nicht, jetzt sei still. Freunde, mega cool. Vielen, vielen Dank schon mal für viele, viele Weisheiten und Erfahrungen und Gedanken. Ganz zum Schluss darf jeder von euch noch mal so einen letzten Satz raushauen. Was ist euer Statement, eure letzte Weisheit dieses Abends? Vielleicht auch an die Teenies zu Hause. Mhm. Schwer, das in einem Satz zusammenzufassen, aber vielleicht das Allerwichtigste, finde ich, habt nicht das Bild, dass Gott ein Spielverderber ist in dieser ganzen Chose Liebe, Freundschaft, Sexualität, Ehe, sondern habt das Bild, dass Gott als Schöpfer genau weiß, wie das funktioniert und alles, was in der Bibel steht, ob ich das emotional so nachvollziehen kann oder vielleicht sogar sage, boah, das fühle ich aber so nicht. Alles, was er sagt, ist dafür da, uns einen Rahmen zu geben, damit wir das Bestmögliche aus diesem Thema rausbekommen. Den besten Sex, die beste Ehe, die beste Liebesbeziehung, all das ist darauf ausgerichtet und es ist niemals, um dir den Spaß zu verderben. Great. Krass. Magst du weitermachen? Ja, voll. Also ich glaube, mein Fazit ist, es ist so gut und wichtig, sich Gedanken zu machen über dieses Thema rund um Beziehungen, Sexualität und so weiter. Aber es muss und soll nicht unser Leben bestimmen. Ne, so, also das, worum es vorher ging, mit bin ich zufrieden als Single oder nicht, was ist eigentlich mein Lebenssinn? Mein Sinn hängt nicht davon ab und mein Lebensziel und Zweck, ob ich jetzt einen Partner finde oder nicht. Dein Leben ist gut, dein Leben ist sehr gut, auch wenn du Single bist. Und Gott ist der beste Liebhaber, ohne Witz. Also alles, was ich mir wünsche und erhoffe, kann Gott noch mal besser erfüllen als ein Mann. Und das wird so bleiben, egal ob ich in Beziehung bin oder nicht. So. Mega. Ich glaube, mein Fazit oder mein Wunsch ist so, wir sitzen hier in allem, was wir gesagt haben. Also was ich gesagt habe, war Melli-Meinung oder was Christian gesagt hat, was Johanna gesagt hat, du auch. Und mein Wunsch ist so, dass du sagst, ich nehme meine Bibel in die Hand, ich gucke rein und ich sage, hey, was sagt da mein Jesus zu? Also ich mache mir selber Gedanken, ich finde das raus, ich gehe mal auf die Suche, ich nehme das nicht nur vorgekaut, was die jetzt gesagt haben, ich übernehme das einfach, sondern ich setze mich hin, und mache mir selber Gedanken darüber, recherchiere und schluck das nicht alles. Ich schluck nicht, was die Gesellschaft mir sagt, ich schluck nicht, was der Prediger mir von vorne sagt, was wir gesagt haben, sondern ich bilde mir meine Meinung. Und das ist so mein Wunsch an dich, dass du das mitnimmst, sozusagen, ja. Hey, das hat mir den Gedankenanschluss gegeben und jetzt finde ich das für mich raus. Und das kannst du natürlich auch ein Stück weit rausfinden, indem du mit Menschen darüber sprichst, vielleicht in deiner Gemeinde, in deiner Jugendgruppe oder am Donnerstag in den Kleingruppen, die ja zu diesem Slido-Talk ein Stück weit auch dazugehören. Also wir wollen das weiter vertiefen und da habt ihr die Möglichkeit, da auch nochmal ganz konkrete Fragen zu stellen, das eine oder andere Thema nochmal noch tiefer zu beleuchten. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an isso@wdl.de. Ihr könnt also direkt an die Melli schreiben, an die Johanna, an den Christian,
alle drei ganz konkret auch nochmal anschreiben. Ihr habt ihre Meinung, ihre Stellung so ein bisschen rausgehört und vielleicht habt ihr da konkrete Fragen, die ihr also gerne stellen könnt. Und ihr bekommt auch ganz konkrete Antworten von den dreien. Das versprechen wir euch an dieser Stelle. Die werden sich dann auch bei euch zurückmelden. Und damit sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende des heutigen Slido Talks. Nächsten Dienstag geht es hier natürlich weiter, 19 Uhr. Unsere letzte Session auch schon wieder in dieser Staffel, sage ich mal. Das impliziert zumindest die Möglichkeit, dass man irgendwann eine zweite Staffel machen könnte. wenn das Geld dafür da ist. Nein, Gott. Wobei ja auch, also auch das, was wir hier tun, ist natürlich kostet Geld. Hey, wenn ihr Bock habt, unterstützt uns echt gerne durch euer Gebet, unterstützt die Arbeit von WDL oder gerne auch, wenn ihr uns finanziell unterstützt. Können, findet ihr auf der Homepage dazu alle Infos. Melli, du bist nächste Woche dann hier. Ganz du hast genau. Ein sehr cooles Thema, eigentlich das beste Thema zum Abschluss, finde ich. Worum geht's? Ich freue mich riesig, am Start zu sein, nämlich am Dienstag 19 Uhr lade ich euch herzlich ein, dabei zu sein. Ladet eure Freunde ein, also ihr könnt denen auch sagen, meldet euch an und dann sehen wir uns in der Session. Es geht um, wie kann ich anderen von Jesus erzählen? Das ist richtig spannend und ich glaube auch in Corona-Zeiten so wichtig und wir können uns da so mega cool drüber austauschen. Ich werde den Christian da haben, ich werde die Hilde dabei haben und den Manu Bühler als Special Guest. Das wird mega. Also herzlich einladen, seid dabei nächste Woche Dienstag 19 Uhr. Also nachdem wir heute über ein wichtiges Thema gesprochen haben, geht es nächste Woche um ein noch wichtigeres Thema. Amen. Das ist unser Auftrag und da freue ich mich sehr drauf. Und ich fände es cool, wenn ihr nächsten Dienstag wieder mit dabei seid. Hey, ladet gerne eure Freunde noch ein, gebt ihnen die Info weiter, isso.wdl.de. Darüber könnt ihr euch anmelden oder eure Freunde können sich auch noch anmelden, nächste Woche mit dabei sein. Und jetzt sagen wir Tschüss. Ich wünsche euch noch einen richtig coolen Abend. Cool, dass ihr dabei wart. Cool, dass ihr dabei wart. Danke für eure Ehrlichkeit und auch für, dass ihr so viel aus eurem Leben mit uns geteilt habt. Super, das ist sehr, sehr nice gewesen. Mega cool. Vielen Dank und euch zu Hause auch. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Servus.